Wir begrüßen heute Abend Herrn Thomas Meyer, ehemals Chefvolkswirt der Deutschen Bank, bei uns aus seinem Urlaubsdomizil in der Toskana. Da haben wir uns schon recht herzlich bedankt. Ich möchte ganz kurz einige Sätze zu Herrn Meyer sagen. Er ist 1954 in Backnang geboren. Er hat promoviert am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hat er gearbeitet 78 bis 82. Promoviert hat er an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, war dann anschließend in verschiedenen Funktionen des Internationalen Währungsfonds in Washington tätig, bevor er in die Privatwirtschaft gewechselt ist. Uns und einer breiteren Öffentlichkeit ist er erst bekannt geworden, denke ich, als er als Chief European Economist bei der Deutschen Bank gearbeitet hat von 2002 bis 2009 und dann Nachfolger von Herrn Walter als Chefvolkswirt der Deutschen Bank wurde. Im Rahmen der Nachfolge oder des Wechsels im Vorstand der Deutschen Bank ist auch Herr Thomas Meyer zum 31. Mai diesen Jahres aus dieser Funktion ausgeschieden. Und jetzt finde ich bemerkenswert, dass er eine Kolumne gestartet hat in der FAZ seit Anfang Juni, die ich aufmerksam immer lese, wo wir nachher bestimmt auch das ein oder andere Mal noch drauf kommen werden, Herr Meyer. Ja, das zu Ihrer Person. Wichtig jetzt für uns und für unsere ganzen Diskussionen in der Vergangenheit war einfach die Annäherung an diese Krise, die uns seit viereinhalb Jahren beschäftigt und halt verdichtet seit 2010 zusätzlich noch als Krise des Währungsraums in der Eurogruppe. Wenn Sie ein kurzes Statement Ihrerseits vornehmen könnten, wie vorhin schon formuliert, wie kam es zu dieser krisenhaften Entwicklung? Wo stehen wir heute in der Zuspitzung und was für Lösungsempfehlungen empfehlen Sie? Und dazu vielleicht so einen kurzen Rahmen von 5 bis 7 Minuten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Diskussion. Ich gehe dann gleich mal in medias res, wie Sie das angekündigt haben. Warum kam es zur Krise? Zu Beginn der Währungsunion haben wir Kriterien aufgestellt, die nur nach sogenannter nominaler Konvergenz gefragt haben. Sie werden sich daran erinnern, Inflationskonvergenz, Fiskaldefizite sollten bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, Schuldenquoten und so weiter und so fort. Was man damals nicht gemacht hat, war nach sogenannter realwirtschaftlicher Konvergenz zu schauen oder alternativ sicherzustellen, dass die Ökonomien im Euroraum genügend flexibel sind, dass sie auch mit realwirtschaftlichen Divergenzen zurechtkommen können. Das hat man nicht gemacht. Das war ein bemerkenswertes Versäumnis, denn schon Anfang der 60er Jahre gab es Literatur zur Konstruktion von Währungsräumen, in der Betonung auf die Flexibilität, insbesondere der Arbeitsmärkte, gelegt wurde, wenn wir es mit divergenten Realwirtschaften zu tun haben. Also wäre eigentlich logischerweise ein solcher Test, ist da reale Konvergenz vorhanden? Wenn nein, gibt es die notwendige Flexibilität in der Realwirtschaft, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt? Das wäre eigentlich das A und O der Sache gewesen, hat man nicht gemacht. Erstaunlich im Rückblick betrachtet, oder man könnte sagen, erstaunlich für die Ökonomen, ja, die darauf verwiesen haben, dass da Probleme entstehen könnten, erstaunlich für diese Ökonomen war, dass die Währungsunion 10 Jahre lang funktioniert hat. Was waren die Gründe dafür, dass es so gut funktioniert hat? Antwort darauf: Es war im Wesentlichen die reichliche Verfügbarkeit von billigem Kredit. Man kann also sagen, der Euro ist in gewisser Weise ein Kind der globalen Kreditblase. Die globalen Anleger haben sich um Risiken relativ wenig gekümmert. Die Zentralbanken haben die Geldpolitik sehr locker gefahren. Es drohte ja keine Inflation in Form eines Anstieges des Konsumentenpreisindexes. Da mit der Integration der Schwellenländer der Inflationsdruck relativ gering war, also konnte man den Zentralbanksatz niedrig lassen. Das hat den Risikoappetit der Anleger angestachelt. Dazu kamen dann auch noch Finanzinnovationen, wo man glaubte, man hätte die Risiken alle im Griff. Also man gab reichlich Kredit an Kreditnehmer auch fragwürdiger Bonität. Mit dem Platzen der globalen Kreditblase kam dann mit relativ geringer Verzögerung das Problem aus dem Markt für Privatkredite. Das fing ja an in den
sogenannten Subprime-Hypothekenmarkt in den USA. Also dieses Problem, das kam dann mit relativ geringer Verzögerung, kam dann in den Bereich der Staatsanleihen. Und wie beim privaten Kreditsegment brach dann wiederum die Kette am schwächsten Glied. Im Privatsektor waren es die Subprime-Kredite, im Staatssektor war es dann Griechenland. Also mit dem Platzen der Kreditblase fiel der Klebstoff weg, der den Euro zusammengehalten hat. Und seit dieser Zeit, das kann man terminieren, etwa September 2009, als die griechische Regierung dann bekannt gab, dass ihr Staatsdefizit etwa zweimal so groß sein würde für 2009, als es ursprünglich geschätzt war. Seit dieser Zeit bemüht sich die Politik jetzt, den Euro wieder zusammenzukitten. Anstelle der damaligen privaten Kredite traten jetzt öffentliche Kredite zum Teil, und ich muss sagen zum geringeren Teil, über die Haushalte der Euro-Mitgliedsländer. Denken Sie an den zunächst bilateralen Kredit, also den Kredit von Euro-Mitgliedsländern an Griechenland auf bilateraler Basis und danach Kredite über das IFSF. Das macht den geringeren Teil aus, den größeren Teil an Kredithilfe. Der größere Teil wird über das Eurosystem gewährt, das ist der berühmte Target-Mechanismus, wo das Eurosystem sicherstellt, dass ein Land in Zahlungsbilanzschwierigkeiten, das heißt also ein Land, das seine Leistungsbilanzdefizite, seine Kapitalverkehrsbilanzdefizite nicht mehr finanzieren kann, dass ein solches Land weiterhin Geld erhält, und zwar von der EZB, von seiner nationalen Zentralbank. So, mit diesen Maßnahmen hat man jetzt den Euro zusammengehalten. Aber es ist natürlich klar, dass das nur ein Krisenmanagement ist, dass wir die EWU jetzt wieder auf eine stabile Basis stellen müssen, sodass die Kredite, die über die Fiskalprogramme laufen, wieder rückgeführt werden können und die Kredite, die über das Eurosystem laufen, ebenfalls wieder reduziert werden können. Also sodass sich die Target-Bilanzen wieder umkehren. Die Antwort, die vor allem in Deutschland vom politischen Establishment gegeben wird, wie die EWU in Zukunft aussehen soll, wie sie auf stabile Basis gestellt werden soll, geht dahin, dass man sagt, wir brauchen mehr europäische Integration, wir brauchen eine Abgabe an Souveränität auf die europäische Ebene, größere Kontrolle auf europäischer Ebene. Und dann, und das wird jetzt von den verschiedenen Parteien in unterschiedlicher Deutlichkeit gesagt, und wenn wir diese größere Kontrolle haben, dann können wir auch die Schuld entweder ganz oder teilweise über bestimmte Mechanismen vergemeinschaften. Das ist die, würde ich mal sagen, der Konsensus unter der Politik zurzeit. Ich halte diese Lösung für falsch. Ich bin davon überzeugt, dass die europäischen Völker nicht bereit sind für eine politische Union in Europa. Die Abstimmungen in Holland und Frankreich 2005 über den Lissabonner Vertrag haben ganz klar gezeigt, dass die Leute Schwierigkeiten haben, dass die Leute sich unwohl fühlen, einen Großteil ihrer nationalen Souveränität auf die europäische Ebene zu verlagern. Das geht auch unter dem Stichwort Fiskalunion, aber im Grunde genommen bewegt man sich dahin zur politischen Union. Wenn man eine solche Fiskalunion und letztlich politische Union erzwingen will oder erzwingen wird durch Regierungsvereinbarungen und Vereinbarungen, Parlamente, die da mitgezogen werden, unter Druck gesetzt, zum Teil von ihren Regierungen, wenn man das macht, wird man meines Erachtens in nicht allzu ferner Zukunft Separatistenbewegungen bekommen. Die Leute sind meines Erachtens nicht, fühlen sich nicht wohl in einem Europa, in dem wesentliche Entscheidungen, die sie betreffen, über die Höhe der Steuer, die sie bezahlen, über die Sozialleistungen, die sie bekommen, wann sie in Rente gehen, das kann nicht auf Zentralstaatsebene von Brüssel heraus entschieden werden. Insofern, wie gesagt, der Weg, den wir momentan einschlagen, ist meiner Einschätzung nach der falsche Weg. Was ist die Alternative? Ich denke, wir müssen zurückkommen auf das Prinzip, dass nationale Souveränität mit nationaler Haftung verbunden wird
dass wir nur die Dinge ganz begrenzt für Gemeinschaften, die für eine Währungsunion notwendig sind, das ist also die Geldpolitik und bis zu einer gewissen Grenze auch die Bankenüberwachung und Regulierung, dass wir aber die wesentlichen Elemente der Fiskalpolitik auf nationaler Ebene lassen. Also die Entscheidung über Steuern, Sozialabgaben, staatliche Leistungen sollten meines Erachtens, müssen meines Erachtens auf nationaler Ebene verbleiben. Wenn Sie so wollen, müsste man die Währungsunion meiner Meinung nach als GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, konzipieren. Das scheint mir eine mögliche Basis zu sein. Darauf kann man sich einigen. Für eine politische Union, was im Geschäftsleben einer Partnerschaft entsprechen würde, also volle Haftung füreinander, sind wir meines Erachtens nicht reif. Und wenn man das durchsetzen würde, würde die Währungsunion meines Erachtens nur umso grandioser scheitern. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie kommt man von A nach B? Wie schafft man es, dass jetzt diese Verbindung von nationaler Souveränität und nationaler Haftung wiederhergestellt wird, nachdem sich die Staaten, einige Staaten sehr stark überschuldet haben? Die Antwort darauf kann nur sein, meines Erachtens, man gibt begrenzt Krisenhilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ein Land nach einer gewissen Zeit das nicht schafft, entweder weil es dazu nicht in der Lage ist oder weil es dazu nicht willens ist, dann kann man im ersten Schritt zur Umschuldung schreiten. Das haben wir jetzt in Griechenland gesehen. Sowas lässt sich darstellen, ohne dass die Finanzmärkte sofort implodieren. Wenn das Land dann aber immer noch nicht in der Lage ist, in der Währungsunion mitzuziehen, dann muss auch letztendlich die Möglichkeit eines Austritts da sein, sodass wir die Währungsunion gestalten mit Ländern, die die notwendige Flexibilität oder realwirtschaftliche Konvergenz haben, dass sie in einer Hartwährungsunion, also in einer Währungsunion mit einer stabilen Währung und soliden Staatsfinanzen bestehen können und ihre Fiskalpolitik in eigener Verantwortung und mit eigener Haftung managen können. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für diese deutliche Stellungnahme. Ich habe auch, wie gesagt, aufmerksam Ihre Kolumnen gelesen und das war ja der Beitrag, den Sie, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen in der Frankfurter gebracht haben, wo Sie auch geschrieben haben, ist jetzt eine Grenze erreicht für die gegenseitigen Finanzhilfen, endet die Hilfe, unter der der betroffene Staat muss mit seinen Gläubigern einen Forderungsverzicht aushandeln. Also ich lese jetzt vor aus der FAZ-Kolumne. Dabei sollten in erster Linie diejenigen Gläubiger in die Pflicht genommen werden, die in der Vergangenheit von den Leistungen des Staates profitiert haben, also die vermögenden Bürger selbst. Erst danach wären ausländische Kreditgeber heranzuziehen. Wenn Sie das nochmal erklären, das würde ja bedeuten, dass die jeweiligen, sage ich mal, Vermögenden in den jeweiligen Ländern zuerst herangezogen werden müssten, bevor eine Hilfe von der Gesamtunion geleistet wird. Das ist richtig. Wenn Sie sich einige der Länder, die jetzt in Schwierigkeiten sind, anschauen, und da kann man natürlich in allererster Linie an Italien denken, dann war das so, dass dort im Verlaufe der Jahre der Privatsektor eigentlich seine Gewinne, sag mal, eher privat verwendet und angelegt hat und den Staat möglichst kurz gehalten hat, da die Staatsausgaben durch die Steuereinnahmen dann nicht ausreichend finanziert werden konnten, hat man Schulden aufgenommen, um das, die Leistungen für die Gemeinschaft zu erbringen. Also das heißt, man hat die Früchte des Wirtschaftens zu einem relativ hohen Teil, sagen wir, privat genossen und hat die Gemeinschaftsaufgaben eben nicht durch entsprechende Steuern finanziert, sondern hat dafür Schulden aufgenommen. Jetzt, wenn diese Schuldenaufnahme stockt, wäre es ja naheliegend zu sagen, hier, ihr, die ihr durch eure privatwirtschaftlichen Aktivitäten beachtliche Vermögen aufgebaut habt, warum verweigert ihr euch jetzt, diesen Staat zu finanzieren? Warum können wir dann, wenn ihr euch jetzt verweigern wollt, warum können wir euch da nicht in die Pflicht nehmen und sagen, jetzt macht es so wie vorher. Ihr seid hier Bürger dieses Landes. Ich denke nicht hier an eine Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, sondern
dann an eine Zwangsanleihe. Nehmen Sie wieder Italien. Die italienischen Privatanleger haben über Jahrzehnte den italienischen Staat finanziert. Im letzten Jahrzehnt, also im ersten Jahrzehnt des Euros, haben sie den Staat finanziert zu Zinsen, die dann in der Tiefphase so in der Nähe von 4% für den 10-Jahres-Bereich lagen. Warum sollen sie sich jetzt verweigern, wenn der Staat in Schwierigkeiten ist und ihr Geld ins Ausland schaffen? Es wäre in der ersten Verteidigungslinie, wenn ein solche in der ökonomischen Literatur nennt man das auch sudden stop, also so eine plötzliche Kapitalstopp eintritt, wäre es eigentlich nur naheliegend zu sagen, jetzt seid ihr dran, die Inländer. Und erst wenn das nicht mehr klappt, also wenn eine solche Zwangsanleihe, was eigentlich nichts anderes ist als eine Umschuldung, aber jetzt eben auf diesen Kreis der Inländer bezogen, wenn das nicht ausreicht, müsste man dann auch den weiteren Kreis der Anleger einschließlich eben der internationalen Investoren dazu heranziehen. Das ist eine interessante Perspektive, Herr Mayer, die Sie da vornehmen. Das würde auch das Prinzip Haftung und Verantwortung etwas wieder näher zusammenbringen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den zwei Währungsunionen, die uns im Augenblick als Beispiele vorgegeben sind, nämlich die Schweiz, zugegebenermaßen ein ganz kleiner Währungsraum, und die Vereinigten Staaten. Da haben Sie auch darauf hingewiesen, dass die Lösungen dort gewissen Vorbildcharakter haben. Wenn Sie das vielleicht nochmal ausführen könnten für unser Problem jetzt in Europa. Wir sind natürlich noch kein Bundesstaat. Das ist ja der große Unterschied zu den beiden anderen Währungsregionen. Trotzdem sehen Sie da eine ganze Menge Vorteile, die wir praktisch uns nutzbar machen könnten. Ja, in der Tat. Die USA haben die Schwierigkeiten des zwischenstaatlichen Bailouts auf die harte Weise gelernt. Nach dem Unabhängigkeitskrieg hat sich die damalige Bundesregierung durchgerungen, die Staaten, die überschuldet waren aufgrund der Kriegsausgaben, zu entlasten. Und man hat 1792 die Schulden vergemeinschaftet. Das ist ja auch das Vorbild des sogenannten Schuldentilgungsfonds des Sachverständigenrats. Das hat der damalige Finanzminister Alexander Hamilton ins Leben gerufen. Das war übrigens auch dadurch bedingt, dass er sich damit auch dann eine Bundessteuer hat durchsetzen können im Kongress. Naja, also 1792 hat man vergemeinschaftet. 1812 waren wieder einige Staaten in finanziellen Schwierigkeiten und man hat wieder vergemeinschaftet. 1838-39 hatten sich einige Staaten übernommen in der Finanzierung von Infrastruktur in den damalig noch nicht besiedelten Gebieten. Also das war im Süden runter Florida und das war dann der Westen, denken Sie an Kalifornien. Da hatten sich wieder einige übernommen und da sagte der Kongress nein, jetzt nicht mehr. Aus, Schluss. Und seit 1840 gilt in den USA das Prinzip, dass die Bundesregierung keinen Staat heraushaut. In der Folgezeit haben sich die Staaten dann Schuldenbremsen gegeben, haben ihre Budgets ausgeglichen und ganz wichtig, sind zu systemisch nicht relevanten Kreditnehmern im Markt geworden. Das heißt also, heute ist Kalifornien quasi bankrott, aber es bedeutet für den Finanzsektor nichts, keine Probleme. Für den Staat Kalifornien durchaus, für den amerikanischen Finanzsektor stellt das keine Bedrohung dar. Das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel, das ich sehr interessant finde und vielleicht noch stärkeren Vorbildcharakter hat als die USA, ist die Schweiz. Denn die Schweiz, die haben ja drei Sprachen. Wir sind ja auch in Europa vielsprachig. Wir haben also in Europa ja viel stärkere kulturelle Barrieren, Sprachbarrieren, als die Amerikaner das haben. Wir sind auch weniger mobil. Also die Schweiz ist insofern interessant. Drei Sprachen, auch wenn Sie so wollen, kulturelle Vielfalt. Und auch da hat man das Prinzip der kantonalen Souveränität, aber auch der gleichzeitigen kantonalen Haftung. Das heißt, ein Kanton, der nicht gut wirtschaftet, muss Konkurs anmelden. Und das ist ein paar Mal passiert. Wenn Sie sich jetzt das Ergebnis anschauen, dieses Regimes, dann werden Sie feststellen, dass die Schweiz, was die Staatsverschuldung angeht, außerordentlich gut dasteht. Auch weit besser als die USA im Übrigen.
da kommt halt jetzt noch, wenn man sich den Unterschied USA-Schweiz anschaut, da kommt noch dazu, dass die USA sich natürlich im Laufe der Zeit, insbesondere nach der großen Depression, eine ganz starke Zentralregierung gegeben haben. Also da ist sehr viel Steuerhoheit, Ausgabenhoheit von den Bundesstaaten auf die Zentralregierung übertragen worden. Da gab es einen großen Sprung ab 1934 unter Roosevelt. New Deal und ähnliche Dinge wurden dort gemacht. Da hat sich also der Zentralstaat sehr stark ausgeweitet. Ergebnis war dann, die Bundesstaaten haben zwar relativ geringe Verschuldung, sehr geringe Verschuldung, zum Teil 7% ihres BIPs, bis, ich glaube, die höchste Zahl ist, glaube ich, 20 in den USA. Aber der Bundesstaat, der Zentralstaat ist hoch verschuldet. In der Schweiz blieb eigentlich das politische Schwergewicht blieb weiterhin bei den Kantonen und der Bundesstaat ist nicht so stark und der Bundesstaat konnte sich deshalb auch nicht so stark verschulden. Also von daher gesehen bin ich zurzeit eigentlich eher so, der Meinung, die Schweiz wäre das richtige Modell, in dem man die Finanzbeziehungen im Euroraum regeln könnte. Vielen Dank, Herr Mayer. Da noch eine kurze Nachfrage. Und zwar, modern betrachtet ist es aber dennoch so, dass in beiden Währungsunionen Schweiz und USA Transfermechanismen wirken. Und zwar auf der Ebene der Sozialleistungen und Sozialtransfers, die es ja bisher in Europa nicht gibt. Also kein Bailout-Prinzip. Das empfehlen Sie jetzt auch für die Eurozone. Das habe ich also so verstanden. Aber wir haben noch keine Transferleistung, so wie sie in den USA und in der Schweiz auf jeden Fall gegeben sind. Und auch in der Schweiz sind große Transferleistungen von den, sage ich mal, wirtschaftsstarken und einnahmestarken Kantonen zu den schwächeren, die fließen. Das müsste dann aber auch noch eingerichtet werden auf der europäischen Ebene. Da haben Sie recht. Sowohl die USA als auch die Schweiz sind ja eine erwachsene politische Union. Europa ist ja weit davon entfernt, ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, wie es die Amerikaner oder die Schweizer haben, wo sie dann auch aufgrund des Zusammengehörigkeitsgefühls Transfers leisten können, obwohl diese zwischenstaatlichen Transfers in den USA und der Schweiz natürlich weit geringer sind als die, die wir uns in unserem Länderfinanzausgleich, zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, leisten. Aber sie sind vorhanden. Das heißt also, dass die Anforderungen an die Euro-Länder, wirtschaftlich flexibel zu sein und vorsichtig zu wirtschaften, in ihren Staatshaushalten noch größer sind, als das in den USA oder der Schweiz der Fall ist. Denn es bleibt meines Erachtens höchst gefährlich, wenn wir den europäischen Bürgern zu hohe Transferzahlungen zwischen den Nationen zumuten. Ich glaube, das birgt sehr hohe politische Sprengkraft. Denken Sie jetzt schon, oder denken Sie jetzt an die Debatte, die wir haben, dass, obwohl Deutschland sehr viel hilft, sind wir in den Südländern als Deutsche, als Nation gar nicht gut angesehen. Und andererseits steigt auch der Unmut unter der deutschen Bevölkerung gegen diese Transfers. Also das heißt, die Anforderungen an die Mitgliedsländer der EWU, diese notwendige wirtschaftliche Flexibilität herzustellen, ist sogar noch höher, als das in den USA oder in der Schweiz der Fall ist. Abschließende Frage von mir, bevor ich an Arne übergebe. Eine zentrale Frage für viele Beteiligten, ob das also ein Professor Otte ist, ein Flassbeck oder viele, viele andere, die wir gesprochen haben, ist, wenn Sie gesagt haben vorhin, dass vielleicht einige ausscheiden müssten und es zu einem Hartwährungsblock kommen würde, wie stehen Sie da zu der Entscheidung? Muss Frankreich und Deutschland auf jeden Fall beide in diesem Hartwährungsblock sein? Oder würden Sie es in Kauf nehmen, dass da eine Trennung stattfindet? Und wie bewerten Sie das vor der politischen Historie in Europa? Ja, eine sehr knifflige Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein solcher Hartwährungsblock nicht notwendigerweise jetzt in Opposition zur EWU, also zur bestehenden EWU entsteht, sondern innerhalb der bestehenden EWU. Man kann sich durchaus vorstellen, dass Länder, nordeuropäische Länder,
denen die Inflationsrate, die in der Mehrzahl der EWU-Mitgliedsländer produziert wird, zu hoch ist, die Währung zu weich. Und ich könnte mir dann durchaus vorstellen, dass diese Länder über den Weg einer Parallelwährung, die zusätzlich zum Euro als gesetzliches Zahlungsmittel errichtet wird, sich von der Gemeinschaft an sich, von der EWU an sich, differenzieren könnten. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass der Euro als Bargeld für alle gilt. Dass aber Chiralgeld, also nicht Bargeld, dass man da Differenzierungen vornehmen kann. Wenn man das so macht, dann wäre das eine Hartwährungsunion in der Union. Und dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass es dann politisch machbar ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine solche Hartwährungsunion in der Union über eine Parallelwährung weitere Mitglieder finden würde in den Ländern, die jetzt noch nicht der EWU angehören. Die neuen EU-Mitgliedsländer haben ja alle unterschrieben, dass sie in der Zukunft irgendwann einmal in die EWU eintreten wollen. Man könnte sich vorstellen, dass Länder wie Polen vielleicht eher bei Deutschland stehen. Es wäre dann durchaus möglich, dass es eine größere Gruppe, ich sag mal etwas salopp, lateineuropäischer Länder gibt, die von Frankreich angeführt werden, die eine etwas höhere Inflationspräferenz haben und für eine weichere Währung sind, die durch periodische Abwertungen Wettbewerbsnachteile ausgleicht. Und innerhalb dieser Union, größeren Union, könnte man sich dann vorstellen, dass es eine Hartwährungsunion gibt, um Deutschland, möglicherweise Polen, mit Niederlande, Finnland, Österreich, die als Parallelwährung, nicht im Bargeld, sondern als Parallelwährung eine härtere Währung unter sich haben. Dann könnte das Ganze politisch meines Erachtens funktionieren, auch zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Ich nehme jetzt den ersten Kandidaten vom Saalmikrofon für eine Frage. Das wäre Robert Arnold. Also ich habe eigentlich drei Fragen, aber ich komme erstmal nur mit zwei Fragen. Was ist der Grund dafür, dass bei der Griechenland-Pleite die Finanzstabilität als gefährdet gilt, während die Pleite Kaliforniens in den USA die Finanzstabilität nicht beeinträchtigt? Sehen Sie da die Transfers, die Matthias Garscher gerade eben angesprochen hat, als einer der wichtigen Gründe dafür? Nein, überhaupt nicht. Schauen Sie, das Problem war, dass die Finanzmärkte und auch die Staaten selber sich als voll souverän und damit nicht irgendwelchen Kreditbeschränkungen unterworfen gesehen haben. Griechenland, die anderen Euro-Staaten konnten Bonds emittieren, konnten Anleihen emittieren, die die Banken nicht mit Eigenkapital unterlegen mussten. Die Idee war, die sind risikolos. Die kann man also unbegrenzt aufkaufen. Mit der Folge, dass die griechischen Banken natürlich voll von griechischen Staatsanleihen waren. Es gab auch keine sogenannte Großkreditgrenze. Wenn Sie normalerweise als Bank einen Kredit vergeben, dann schaut die Aufsicht Ihnen auf die Finger, ob Sie vielleicht Klumpenrisiken sich einhandeln. Das gibt es bei Staaten nicht. Die EWU-Mitgliedstaaten haben also alle so getan, als ob sie voll souveräne Staaten wären, die ihr eigenes Geld drucken könnten im Notfall. So, das ist die eine Seite. Herausgestellt hat sich dann, insbesondere im Falle Griechenlands, dass sie natürlich nicht ihr eigenes Geld drucken können und dass sie dann, wenn sie überschuldet sind, vom Finanzmarkt abgeschnitten sind. Die amerikanischen Bundesstaaten werden im Markt gehandelt wie, Anführungsstrichen, Kredit. Kredit nennt man das. Das heißt also, der Markt kalkuliert Ausfallrisiken ein. Das heißt also, die Banken halten viel weniger Anleihen der amerikanischen Bundesstaaten auf ihren Büchern und diversifizieren die, sodass bei dem Ausfall eines Bundesstaates die Banken nicht ins Wanken kommen. Also die behandeln die Bundesstaaten eher wie Unternehmen. Da müssen sie auch diversifizieren und müssen aufpassen,
dass sie keine Klumpenrisiken auf ihre Bilanz nehmen. So werden die amerikanischen Bundesstaaten behandelt. Die EWU-Staaten wurden behandelt als souveräne Staaten, die nicht bankrott gehen können. Und da haben sich die Banken dann Risiken auf ihre Bilanzen genommen, die dann, als diese Staaten ins Wanken kamen, die Banken selbst in ihrer Existenz gefährdeten. Und damit nahm dann das ganze Spiel seinen Lauf. Und Staaten gefährden Banken. Die Banken kann man nicht bankrott gehen lassen, denn da gibt es Dominoeffekte, also muss man retten. Okay, also das sehen Sie auch schon so, dass eine Rettungsnotwendigkeit für Griechenland und für Spanien besteht. Also man sollte den Staaten natürlich in dieser Situation Hilfestellung geben, aber meines Erachtens kann diese Hilfestellung nicht ohne Ende sein. Es kann meines Erachtens nicht angehen, dass wir jetzt zum Beispiel für Griechenland das Programm weiterlaufen lassen, auch wenn es klar ist, dass der Staat, das Land, die Auflage nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will. Das kann es meines Erachtens nicht sein. Also bedingte Hilfe, Hilfe, die zeitlich begrenzt ist, Hilfe, die an Auflagen gebunden ist, wenn die Auflagen nicht erfüllt sind, wenn die Zeitgrenze überschritten ist, und die Zeitgrenze kann man mit 2 bis 3 Jahren maximal ansetzen, denn dann ist es ziemlich offensichtlich, ob sie eine Liquiditätskrise haben oder eine Solvenzkrise. Wenn sich bis dahin keine Verbesserung einstellt, dann sollte man meines Erachtens die Hilfe einstellen. Vergleichen Sie Griechenland mit Irland. Irland hat gezeigt, dass es möglich ist, aus einer Situation herauszukommen. Die sind noch nicht jetzt ganz auf sicheren Boden. Das braucht noch mehr Arbeit, aber die Hoffnungssignale sind da, die Hoffnungszeichen sind da, dass sich die irische Wirtschaft fängt. Schauen Sie Portugal an. Portugal ist zwar momentan immer noch in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aber die Regierung setzt die Programme um. Und vergleichen Sie mit diesen beiden Griechenland. Dann sehen Sie den Unterschied. Und dieser Unterschied, wo das ein Land Griechenland eben die Auflage nicht erfüllen kann oder will und die Erfolge sich nicht einstellen, das muss meines Erachtens Konsequenzen haben. Also in mir stellen sich damit eigentlich sozusagen zwei direkt damit verbundene Fragen. Eine ist, die vorgeschaltete Frage ist, Sie haben gesagt, es stellt sich in 2, 3 Jahren raus, ob es eine Liquiditätsproblematik ist oder ob es eine Insolvenzproblematik ist. Sie sehen also schon die Möglichkeit, dass es nur ein Liquiditätsproblem ist, sodass also die Hilfen nicht unbedingt abgeschrieben werden müssen, sondern es kann sein, dass die Liquiditätskrise überwunden wird und damit die Hilfen tatsächlich vollständig zurückgezahlt werden können. Das wäre also meine erste Frage. Und die zweite Frage, die direkt damit verbunden ist, ist, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, wenn wir also einzelne Staaten, insbesondere Griechenland, pleite gehen lassen würden, würden die Banken zusammenbrechen, insbesondere die griechischen Banken. Wäre es da nicht sinnvoller, dass man das tatsächlich so weit macht und dann nur den Banken hilft, die als systemrelevant gelten? Könnte es dann nicht sein, dass man dann mit weniger Geld hinkäme? Ja, völlig richtig. Ihre zweite Frage ist völlig richtig. Man hat das Griechenland-Problem zunächst als Liquiditätskrise behandelt und erkannte dann, zumindest gegen die Mitte 2011, dass es sich eigentlich nicht um eine Liquiditätskrise handelt, sondern um eine Solvenzkrise. Dann kam die Debatte um die Umschuldung und so weiter und so fort. Und das lief ja dann ja auch, ohne dass es zu größeren Unfällen kam, die griechische Umschuldung. Ihre erste Frage, ja klar, es gibt Liquiditätskrisen. Schauen Sie sich Irland an. Irland scheint in der Lage zu sein, nach was man bisher so beobachten kann, sich aus diesen Problemen herauszuarbeiten. Und das Programm, das in Irland aufgelegt wurde, wird von den Iren, wie es beim gegenwärtigen Stand, soweit man das beurteilen kann, wahrscheinlich zurückbezahlt. Die Kredite, die sie erhalten haben, werden wahrscheinlich zurückbezahlt. Bei Portugal sind wir noch nicht so weit, sagen zu können, dass die aus den Schwierigkeiten schon sich herausarbeiten. Hier ist guter Wille da, also im Englischen würde man sagen A for effort, aber die Erfolge sind noch nicht da. Trotzdem haben die Portugiesen eine realistische Chance. Wenn Sie jetzt die größeren Länder nehmen, nehmen Sie Spanien. Spanien leidet meines Erachtens momentan unter einer Liquiditätskrise.
Die Spanier haben einiges gemacht, vielleicht noch nicht alles, aber einiges gemacht auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik. Der Arbeitsmarkt wurde flexibilisiert. Die Fiskalanpassung ist im Gange. Sie gehen jetzt die Bankenproblematik an, rekapitalisieren die Banken. Sie haben einiges gemacht, sie haben das aber ganz schlecht auf dem Markt verkauft. Die Kommunikation war fürchterlich und das hat die Anleger verschreckt und hat Spanien in eine Liquiditätskrise geführt. Da, denke ich, ist Hilfe angebracht. Man weiß natürlich nie, ob es nicht doch eine Solvenzkrise ist. Und deshalb würde man dann im Modellfall würde man sagen, also hier, die Diagnose ist Liquiditätskrise, wir geben Hilfe, aber nach 2-3 Jahren sieht man, ob es wirkt oder nicht. Und da weise ich nochmal auf diese Unterschiede hin, Irland, Griechenland. Also wenn man den Unterschied Irland und Griechenland anschaut und die beiden Programme verfolgt, da sieht man, dass man nach etwa 2-3 Jahren sehr gut abschätzen kann, ob es sich um eine Liquiditäts- oder um eine Solvenzproblematik handelt. Guten Abend, ich würde es gerne aufgreifen. Ich hatte ja zuletzt das verstanden, dass Sie sagen, aktuell schätzen Sie das eher als Solvenzkrise ein. Und es gibt ja zwei Ökonomenaufrufe neben anderen, einmal also die größten Ökonomenaufrufe zu dem Thema, einmal von Zinn und von Martin Hellwig. Und in beiden wird eigentlich davon gesprochen, dass die Banken, da wird wahrscheinlich an die südeuropäischen Banken gedacht, dass die rekapitalisiert werden müssen oder sollten unter Zuhilfenahme der Gläubiger der Banken. Und Professor Sinn spricht speziell von Debt-Equity-Swaps, die er als Lösung empfiehlt. Und ja, mich würde Ihre Meinung zu diesem Lösungsvorschlag interessieren. Ja, nochmal zur Klarstellung. Solvenzprobleme sehe ich bei Griechenland, aber bisher bei keinem anderen Euroland. Portugal, würde ich sagen, ist unentschieden. Bei den anderen, würde ich sagen, sieht es eher so aus, als ob es Liquiditätsprobleme sind. Das nur nochmal zur Klarstellung. Die Aufrufe, die Sie gerade zitieren, bezogen sich auf die Bankenunion. Das ist ein sehr unscharfes Wort. Leute verstehen verschiedene Dinge darunter. Lassen Sie mich das mal definieren, was ich darunter verstehe. Dazu gehört zu einer sogenannten Bankenunion erstens eine zentrale Überwachung und Regulierung. Warum sollte Überwachung und Regulierung zentral sein? Einfach deshalb, weil die Geldpolitik über die Banken wirkt. Also das ist ungefähr so, wie wenn Sie einen Motor haben und ein Getriebe. Die Zentralbank ist der Motor und das Getriebe, das dann die Kraft des Motors auf die Realwirtschaft übersetzt, das sind die Banken. Wenn Sie jetzt einen einheitlichen einen Motor haben, aber sehr viele verschiedene Getriebe, dann klappt's nicht. Also müssen Sie schauen, dass die Banken einheitliche Impulse bekommen von der Regulierung und Überwachung. Das ist das erste Element einer Bankenunion. Das zweite Element einer Bankenunion wäre auch, dass Banken, die pleite sind, abgewickelt werden. Solche, die systemrelevant sind, restrukturiert werden. Das heißt, sie bräuchten als zweites Element, bräuchten sie auch einen zentralen Bankenabwicklungs- und Restrukturierungsfonds. Wenn das alles steht, dann macht es Sinn, auch eine gemeinsame Einlagenversicherung zu machen. Natürlich kann diese Einlagenversicherung nicht dann kommen, wenn der Schaden schon entstanden ist. Wenn ich mit meinem Auto gegen den Baum fahre und dann rufe ich die Versicherung an und möchte Vollkasko, dann sagt die Versicherung mit Recht, nein, geht nicht. Solange ich ein vorsichtiger Fahrer bin, eine entsprechende Historie habe, nimmt mich die Versicherung auf. Fahre ich dann aus Gründen, die was immer sein mag, gegen den Baum, zahlt die Versicherung. Also da gibt es auch viel Verwirrung. Einlagenversicherung. Nur dann, wenn die Banken gesund sind, für den zukünftigen Schadensfall. So, das wären jetzt diese Elemente einer Bankenunion, die ich für durchaus sinnvoll halte. Das kommt nicht über Nacht, das wird dauern. Jetzt speziell zu Ihrer Frage, die bezieht sich jetzt auf die Frage der Bankrestrukturierung und Abwicklung. Zunächst gilt, Banken, die insolvent sind, sollten geschlossen werden.
Solche, bei denen es Aussicht gibt, dass sie durch Einsatz von öffentlichem Kapital, das ist ja öffentliches Kapital, gerettet werden können, kann man das tun, meines Erachtens, wenn man davon überzeugt ist, dass es billiger ist, eine solche Rettung vorzunehmen, als die Bank abzuwickeln. Und das wäre also eine Abwägung, möchte ich mal sagen, hier der Güter, also Restrukturierung versus Abwicklung. Aber das muss möglich sein, das muss eindeutig möglich sein, eine solche Abwicklung. Dann hatten Sie angesprochen, dass die Frage der systemrelevanten Banken. Auch da muss man sagen, grundsätzlich sollte man diese Banken so wenig wie möglich systemrelevant machen. Da kann man sich auch überlegen, ob man da nicht auch interne, also innerhalb der Banken, interne Schotten einbaut, wie bei Schiffen. Ja, dass also, wenn ein Teil Wasser bekommt, dass sie dann die Schotten runterlassen können, sodass der andere Teil nicht mit hinuntergezogen wird, dass sie also das Schiff schwimmfähig halten. So könnte man sich das vorstellen, dass man Banken konstruiert. Das sind momentan im UK, in Großbritannien, sind momentan die Regulierungsbehörden dabei, solche Modelle zu entwickeln. Also so Waben, wie gesagt, wie bei einem Schiff, dass sie verschiedene Schotten haben. Damit reduzieren sie die Systemrelevanz der Banken. Das wäre meines Erachtens ein wichtiger Schritt. Dann ist ganz klar, bei einer Umstrukturierung, bei einer Abwicklung sollten alle beteiligt werden, mit Ausnahme der Einleger, die versichert sind. Und das heißt natürlich die Aktionäre, die haben ja auch jetzt schon ihren Beitrag geleistet, auch die sogenannte nachrangige Anleihen der Banken gezeichnet haben, die haben auch schon in vielen Fällen ihre Beiträge geleistet, aber auch die sogenannte vorrangige Anleihen haben, die müssten auch herangezogen werden. Und wie man das macht, kann man sich dann überlegen, sollten die Verluste nehmen oder sollten die dann Eigenkapital bekommen. Und ich finde diese konvertiblen Bonds, das heißt also, wenn Sie eine Anleihe zeichnen einer Bank, dann gehen Sie damit das Risiko ein, dass im Insolvenzfall der Bank diese Anleihe zu Eigenkapital oder im Krisenfall der Bank diese Anleihe zu Eigenkapital wird. Das ist eine sehr sinnvolle Lösung, in der Tat. Ja, hallo, Dr. Meyer, Presse hier. Ich war bei Ihrem hervorragenden Vortrag hier in Karlsruhe, wo Sie über das Schuldenproblem Griechenlands gesprochen haben. Vielen Dank dafür. Habe dadurch die Griechenland-Krise überhaupt so im Kern erst verstanden und einordnen können. Jetzt hatte ich eine Frage bezüglich Ihres Vorschlags von Zwangsanleihen. Wir haben Staatsverschuldung kennengelernt in den letzten Jahrzehnten als, manche nennen sie das, heiße Rohr der Umverteilung, und zwar von unten nach oben, weil wir immer größere Lasten zu tragen haben. Wie sehen Sie das bei Zwangsanleihen? Wird nicht dieses Problem, diese Gefahr noch eher verstärkt? Ich sehe die Zwangsanleihe nicht als Instrument der staatlichen Vermögensverteilungspolitik oder der Einkommensverteilungspolitik, sondern ich sehe eine Zwangsanleihe als Teil einer Schuldenumstrukturierung. Denn wie findet eine Schuldenumstrukturierung statt? Ein Anleger bekommt eine Anleihe zu einem niedrigeren Zins, möglicherweise einer längeren Laufzeit, als sie momentan im Markt gehandelt wird. Das war das Prinzip Griechenland. Wenn Sie also eine 10-jährige Anleihe haben, bleiben wir mal bei der gleichen Laufzeit. Und der Markt bezahlt Ihnen 10%. 10% für die 10 Jahre. Und vergleichen Sie die mit einer Anleihe, die, sagen wir, 5% über 10 Jahre bezahlt. Dann bedeutet, wenn ich diese Anleihe zu 5% über 10 Jahre nehme, gehe ich einen Verzicht ein. Also ich habe dann weniger Ertrag, als wenn ich 10 Jahre über 10% bekomme. Also wenn ich jetzt, wenn der Staat umschulden muss, weil er teilinsolvent ist, und er dann einen sogenannten Haircut den Anlegern auferlegt. Das heißt also, wenn er 10-jährige Anleihen, die bisher im Markt für 10% gehandelt werden, aufnimmt und umtauscht und den Anlegern jetzt welche gibt, die 5% bezahlen, also einen solchen Haircut auferlegt,
dann reduziert er natürlich seine ausstehende Schuld mit dieser Operation. Und jetzt, mein Punkt ist der, dass wenn so eine solche Umschuldung kommt, dann sollten doch in erster Linie die Anleger davon betroffen sein, die in der Vergangenheit von den Leistungen des Staates am meisten profitiert haben. Das wären in dem Fall die Inländer, wenn die entsprechendes Vermögen haben. Und erst dann, wenn die Beiträge der Inländer ausgeschöpft sind, sollte man den Reis öffnen. Also insofern nochmal ganz klar, dass ich halte eine solche Zwangsanleihe dann sinnvoll, wenn sie im Rahmen einer Schuldenumstrukturierung kommt. Das ist jetzt, ich wollte damit nicht Einkommens- oder Vermögenspolitik befördern mit diesem Instrument. Okay, also der entscheidende Punkt ist, dass wir einen Zins haben bei Zwangsanleihen, der unter dem marktüblichen risikoäquivalenten Zins liegt. Genau so ist es. Wenn Sie sich anschauen, was in Griechenland passiert, da wurde den Anlegern Anleihen umgetauscht in zum Teil niedrig verzinsliche Anleihen oder alternativ können Sie das auch machen, indem Sie die Anleihen länger laufen lassen. In beiden Fällen fällt natürlich der Wert, ja, weil Ihnen natürlich eine Anleihe, die wenig Zins bringt, weniger wert ist als eine, die viel Zins bringt. Das ist das Prinzip dieser Umschuldung. Guten Abend, Herr Mayer. Sie haben sich ja in Ihrer FAZ-Kolumne von postkeynesianischen und neoklassischen Modellen und Theorien distanziert und Sie haben sich zur österreichischen Schule bekannt. Sie haben dann auch ausgeführt, dass die Notenbank sich eigentlich mehr raushalten sollte und den freien Austausch von den Informationen der Marktteilnehmer gewährleisten sollte. Wie sehen Sie dann aus österreichischer Sicht die Rolle der Notenbank? Was hätte sie nicht tun dürfen, gerade auch in Bezug auf die große Moderation, die Sie eben auch angesprochen hatten? Ja, vielen Dank für diese Frage. Die drückt bei mir jetzt natürlich auf eine Taste, wo ich also zurzeit besonders interessiert bin. Ich denke, wir haben in der Ökonomie ein Problem. Insofern, als wir in den vergangenen 30 Jahren einem Modell gefolgt sind, das auf der einen Seite, was die allgemeine Wirtschaftspolitik angeht, eher keynesianisch orientiert war. Das heißt, dort wurden Staatseingriffe durchaus positiv bewertet. In den 80ern, 90ern, bis heute, wird eine proaktive Geldpolitik von diesem Modell befürwortet. So allgemeine Wirtschaftspolitik waren wir konstruktivistisch unterwegs. Auf der anderen Seite haben wir die Finanzmärkte sich selbst überlassen. Dort gab es Regulation Light. Dort hat man gesagt, der Markt wird es schon richten. Das hat man deshalb getan, weil die sogenannten neukeynesianischen Modelle ziemlich unterbelichtet waren, was den Finanzsektor anging. Die Ökonomen haben sich einfach für diesen Teil der Wirtschaft nicht so richtig interessiert. Sie gingen davon aus, dass die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte rational sind und die Märkte effizient und dann überlässt man dem Markt das alles. So dieses Hybridmodell einer konstruktivistischen Wirtschaftspolitik und eines Laissez-faire-Regimes auf den Finanzmärkten ist meines Erachtens inhärent instabil. Die Finanzmarktteilnehmer erwarten, dass die allgemeine Wirtschaftspolitik für die Stabilität der Wirtschaft sorgen soll. Und wenn was passiert, dann stehen die Notenbanken bereit mit einem schönen, weichen Auffangnetz und fangen die Finanzmarktteilnehmer auf. Also ist es ja nicht verwunderlich, dass dann die Banken, die Finanzmarktteilnehmer unverantwortliche Risiken nehmen. Die erwarten das. Dass die Leute bei der Wirtschaftspolitik das schon richten werden. Denken Sie an das Wort vom Greenspan Put, das in den 90ern und auch in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts die Runde machte. Das heißt also, wenn was schief geht in den Finanzmärkten, kommt die Zentralbank und hilft. Die Zentralbanken haben meines Erachtens bei dieser Finanzkrise eine enorm wichtige Rolle gespielt, die in der Öffentlichkeit nicht gesehen wird. Das ist noch nicht angekommen. Aufgrund dieser konstruktivistischen Geldpolitik haben die Zentralbanken es überhaupt erst ermöglicht, dass die Finanzmarktteilnehmer so hohe und unverantwortliche Risiken nahmen.
Die Zentralbanken haben auch Inflationsziele verfolgt, die viel zu eng definiert waren. Sie haben den Preis des Warenkorbs gesteuert. Sie haben aber Vermögenswerte völlig außen vor gelassen. Auch da Verengung der Sichtweise. Deshalb steckt meines Erachtens die traditionelle Ökonomie, wie wir sie jetzt in den letzten 30 Jahren betrieben haben, also die moderne Makroökonomie und die Finanzökonomik in der Krise. Und wenn man sich jetzt nach anderen Ansätzen umschaut, dann finde ich die Österreicher insofern interessant, als die österreichische Schule, das geht zurück auf von Mises, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek und andere, die stellen das Individuum in den Vordergrund. Bei den Österreichern kommt es darauf an, dass der Staat sich so weit zurücknimmt, dass der Einzelne seine Entscheidungen ohne übermäßigen Staatseinfluss fällen kann. Aus österreichischer Sicht, also aus Sicht der österreichischen Schule, war vieles, was jetzt falsch gelaufen ist, im Grunde genommen das Ergebnis, dass die Zentrale, wenn Sie so wollen, die Geldpolitik, aber auch der Staat, die Entscheidungen der Individuen beeinflusst hat. Wie gesagt, Beispiel nochmal Greenspan Put. Dadurch entstanden dann suboptimale Strukturen, die letztendlich zur Krise geführt haben. Also wäre die Idee, dass sich der Staat zurücknimmt, weiter zurücknimmt, weil er es nicht besser weiß und sich mehr darauf verlässt, dass der Markt, also die Gemeinschaft der Individuen, durch, wenn man so will, die Wisdom of Crowds, Lösungen findet. Dieser Ansatz steht in sehr starkem Gegensatz zu dem fortentwickelten keynesianischen Ansatz, der jetzt eigentlich in der Debatte dominiert, die sogenannten Post-Keynesianer, die schon sehr konstruktivistische Politik in der allgemeinen Wirtschaftspolitik, also denken Sie in Geld- und Fiskalpolitik, befürworten. Die Post-Keynesianer, die haben jetzt ihre Ideen, weiten sie jetzt aus in Richtung Banken und Finanzmarkt. Das führt dazu, dass sie nicht nur in der allgemeinen Wirtschaftspolitik konstruktivistisch unterwegs sind, also Steuern mit Geldpolitik, mit Fiskalpolitik, sondern dass sie jetzt natürlich auch den Finanzmarkt und die Banken strikt regulieren wollen. Die große Gefahr ist natürlich, dass eine solche zentralistische, gesteuerte allgemeine Wirtschaftspolitik, aber auch Regulierungsbankenpolitik, dass die in die Irre führt, weil der Zentralplaner die ungenügende Informationen hat und die Übersicht gar nicht leisten kann, die ein freier Markt möglich macht. Hätte ich jetzt noch eine Rückfrage und dann noch eine letzte Frage. Was bedeutet denn das jetzt konkret? Bedeutet es, dass die Vollzuteilung der Notbanken an die Banken zum Beispiel in Frage zu stellen wäre oder dass die dauerhafte Niedrigzinsen in Frage zu stellen sind? Können Sie da noch ein bisschen konkreter werden? Meines Erachtens sollten die Zentralbanken versuchen, sich aus dieser Niedrigzinspolitik und den Vollzuteilungen so schnell wie möglich zurückziehen. Das ist jetzt im Euroraum im Höhepunkt der Krise. Das heißt, wir stehen meines Erachtens erst kurz vor dem Höhepunkt der Krise. Diejenigen, die meine Fanskolumnen oder Sonntagszeitungskolumnen verfolgen, wissen, dass ich eigentlich den Höhepunkt der Krise erwarte, wenn es hier in Italien zu den Wahlen kommt. Das wird so der entscheidende, die Entscheidungsschlacht um den Euro eigentlich sein. Also für die EZB ist es sicherlich noch zu früh, da was zu tun. Aber was mich mit Sorge füllt, ist, dass eine Zentralbank wie die Federal Reserve jetzt 4 Jahre nach Lehman, nachdem sie die US-Wirtschaft wieder gefangen hat, weiterhin Geld in den Markt pumpt, zur Verfolgung eines Ziels, nämlich Vollbeschäftigung, das sie mit der Geldpolitik überhaupt nicht erreichen kann. Ja, vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine letzte Frage zur Systemrelevanz von Banken. Es wird ja gesagt, es gibt Banken, die sind too big to fail und die anderen könnte man einfach pleite gehen lassen. Jetzt ist aber die Frage, einfach aus der Sicht des Wettbewerbes heraus, könnte man nicht einfach die mittleren und die kleineren Banken stützen, rekapitalisieren und natürlich auch die Gläubiger daran beteiligen, aber dann im Gegenzug die großen pleite gehen zu lassen und die nicht mehr zu rekapitalisieren
Und somit hätte man eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte zum einen den Wettbewerb wieder hergestellt und man hätte eben wieder einen gesunden Bankensektor zum Beispiel. In Spanien könnte man so etwas doch durchführen. Da haben Sie natürlich das Problem, dass wenn Sie eine sogenannte systemrelevante Bank pleite gehen lassen, dann geht Ihnen das war ja der Grund, warum man die systemrelevanten Banken besonders behandeln möchte. Mir scheint, der Ausweg aus dieser Sache, ich muss Ihnen sagen, ich habe da noch keine abschließende Meinung, das ist alles noch Work in Progress, wenn man so will, aber ich glaube, dass die Antwort sein könnte, dass man große Banken wie Schiffe baut, ich hatte das schon angedeutet, mit Schotten, also so ein Wabensystem, dass sie im Krisenfall, dass sie dann einfach die Schotten dicht machen können und dass dann, wenn ein Leck eingeschlagen ist, sagen wir im Investmentbanking, dass sie das Investmentbanking dann abtrennen können. Das ist also die Idee jetzt, die im UK momentan diskutiert wird. Manche sagen, dann wollen wir keine großen Banken mehr. Dann wollen wir alle Banken klein machen. Das ist meines Erachtens auch wieder nicht die richtige Lösung. Sie werden dadurch auch keine Finanz- oder Bankenstabilität erreichen. Denn Lehman zum Beispiel war wirklich keine so wirklich sehr große Bank. Das war eine Spartenbank, das war eine Investmentbank. Und trotzdem haben die es geschafft, das ganze globale Finanzsystem zu Banken zu bringen. Das war nicht die Citi oder die Bank of America, die das Problem ausgelöst hat. Nein, es war diese Spartenbank. Gleichzeitig schauen Sie sich im UK, Northern Rock, eine simple Bausparkasse, hat den ersten Bankrun seit viktorianischen Zeiten im UK produziert. Also auch da eine kleine Bank. Ich glaube nicht, dass die Lösung wirklich in der Größe liegt, sondern die Lösung könnte darin liegen, dass man Einheiten konstruiert, die, wenn sie umfallen, eben nicht wie Dominosteine alle anderen umwerfen, sondern dass man da eben so Stabilisierungssysteme dazwischen hat. Und das kann man auch bei großen Banken, kann man auch versuchen, solche Stabilisierungssysteme, solche Schotten einzubauen. Vielen Dank, Herr Mayer. Bevor ich R02 dran nehme, eine Frage an Sie, Herr Mayer. Sie sagen, die FED würde die Niedrigzinspolitik machen, weil sie die Vollbeschäftigung oder die Konjunktur anschieben möchte, also mit der Geldpolitik Ziele verfolgen, die sie gar nicht erreichen kann. Ist es aber nicht auch so, dass die amerikanische FED mit diesen Maßnahmen versucht, den Dollar zu schwächen, um die Exporte zu steigern? Wenn Sie das den Amerikanern sagen, hören Sie immer ein empörtes Nein. Der Auftrag der Federal Reserve ist formuliert, Preisstabilität zu wahren und Vollbeschäftigung anzustreben. Das sind ihre Primärziele. Die verfolgt sie, indem sie, wenn das Ziel der Preisstabilität nicht in Gefahr ist, sich dann dem Ziel der Vollbeschäftigung zuwendet. Wenn das dann dazu führt, dass eine extrem lockere Geldpolitik in den USA den Dollar schwächt, dann ist das ein ungewollter Nebeneffekt. Das ist die Lesart, die sie aus den USA bekommen. Also der Wechselkurs ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist rein heimisch. Problem ist jetzt allerdings, wenn sie strukturelle Arbeitslosigkeit in den USA haben, die größer ist als 8%. Ich hatte schon mit meinem Kollegen Michael Biggs von der Deutschen Bank, hatten wir schon 2009, wenn ich mich richtig erinnere, ein Paper geschrieben, wo wir sagten, dass die USA an struktureller Arbeitslosigkeit leiden würden, die zwischen 8% und 9% ist, und insofern eine super expansive Geldpolitik an diesem Problem nichts ändern kann. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit immer noch in dieser Größenordnung, aber die Fed bereitet meines Erachtens jetzt die dritte Runde an Quantitative Easing vor. Dass dann der Wechselkurs fällt und dass man davon dann profitieren kann, ist, würde ich mal sagen, eine nicht ungern gesehene Begleiterscheinung. Die aber gewaltige Auswirkungen auf das ganze Weltfinanzsystem haben. Absolut richtig. Wenn ich da kurz einhaken darf, denn Sie machen da einen wichtigen Punkt.
die Verfolgung der binnenwirtschaftlichen Ziele der USA in einem Ansatz, in einem geldpolitischen Ansatz, den ich für fragwürdig halte, hat enorme externe Effekte. Nicht nur hier für Europa, sondern sogar viel mehr für die Schwellenländer, die ja immer noch ziemlich stark am Dollar hängen. Aber ich möchte nicht Ihre nächste Frage zu lange hier unterbrechen. Nein, das ist schon gut gewesen, Herr Mayer. Es ist einfach darin, dass die Federal Reserve die Zentralbank als Tender of Last Resort auf der Weltebene ist, aber sie eigentlich einen Zielkonflikt hat zwischen den Zielen, die sie für die Weltleitwährung Dollar hat und für die inländische Volkswirtschaft in den USA hat. Und das ist ein Grunddilemma wahrscheinlich. Exakt. Die Fed verfolgt heimische Ziele, produziert aber die Reservewährung der Welt. Ja, guten Abend, Herr Dr. Mayer. Sie hatten eben auch schon Alan Greenspan angesprochen und darauf wollte ich ein bisschen eingehen. Durch Greenspan kamen damals die Deregulierungen, die dazu geführt haben, dass Derivatemarkt ausgebaut wird und so weiter und so fort. Was mich in der ganzen Debatte ein wenig wundert, ist, dass viele jetzt das komplette Wirtschaftssystem abschaffen wollen, anstatt einfach nur diese Regulierungen wieder einzuführen, die damals abgeschafft worden sind. Erst in den USA und dann in Europa. Und daraus folgend meine eigentliche Frage ist, wenn wir jetzt hingehen und über den ESM und andere Mechanismen probieren, zum Beispiel Spanien oder Italien dabei zu unterstützen, ihre Banken zu retten. Da stellt sich mir die Frage, ist das mit dem Volumen der Staatshaushalte überhaupt zu machen? Sie haben ja bestimmt aus Ihrer beruflichen Erfahrung ein bisschen den Einblick, wie groß sind denn eigentlich die Risiken, die da bei diesen Banken liegen, insgesamt, wenn wir uns da jetzt dranhängen. Also ist das überhaupt im Staatshaushalt? Ja, also es gibt Länder, wo die Banken eindeutig die Leistungskraft des Staates überfordern. Denken Sie an Irland. Die Iren fingen an mit einer Staatsschuldenquote von 25% des BIP. Dann kam die Bankenkrise. Die irischen Staatshaushalte waren immer mustergültig. Die wurden immer gelobt von der Europäischen Kommission. Dann kam die Bankenkrise und jetzt bewegt sich die irische Staatsschuldenquote in Richtung 100%. Also gewaltig. Denken Sie an die Schweiz. Die Schweiz hat ein so großes Bankensystem, dass es der Staat eigentlich nicht auffangen könnte, wenn es in Schwierigkeiten käme. Deshalb sind die Schweizer ganz besonders jetzt scharf darauf, dass die Banken ihre Eigenkapitalpuffer deutlich erhöhen. Das ist der sogenannte Swiss Finish, weil sie einfach sehen, dass wenn die UBS und die Credit Suisse in Schwierigkeiten kommen, dann könnten die ganze Schweiz mit runterziehen. Die gute Nachricht für Deutschland ist, dass das deutsche Bankensystem relativ zur Wirtschaftskraft der Bundesrepublik nicht so groß ist. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland hier locker die Insolvenz der Deutschen Bank verkraften könnte. Das wäre bestimmt sehr unangenehm für alle Beteiligten und wir wollen nicht hoffen, dass das jemals kommen würde. Aber Deutschland ist nicht bedroht durch seine Banken. Andere kleinere Länder, wie gesagt Schweiz, Irland, durchaus. Da würde ich dann gerne noch zwei Nachfragen stellen. Einmal, aber durch den ESM und die anderen Maßnahmen nehmen wir ja auch die Risiken der anderen Länder auf. Und da wollte ich halt eigentlich eher Einschätzungen zu den Risiken, die da lagern, also die da vorhanden sind, welche ja dann auch auf den deutschen Staatshaushalt als letzten Hafter zurückfallen würden. Und zum anderen nochmal die Sonderrolle von bestimmten großen Banken beleuchten, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, die ja auch Primary Dealer im Federal Reserve System sind und ja auch aus den USA von Steuergeldern dort Gelder herbezogen haben in der Finanzkrise. Ist es überhaupt unsere Aufgabe, diese großen systemrelevanten Banken, die ja sowieso im Dollarsystem verankert sind und nicht irgendeinem europäischen System, zu retten, wenn die doch sowieso schon durch das amerikanische System versorgt sind? Herr Mayer, bevor Sie antworten, da zu dieser Frage von PR02 passt auch die neue Studie der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, die gesagt hat, dass die Fed in der Bankenkrise 2008 sowohl die UBS, die CS, die Credit Suisse, als auch die Deutsche Bank letztendlich massiv finanziert hat, weil die für das weltweite Finanzsystem so relevant war. Bei UBS und bei Credit Suisse war das Größenordnung von 77 Milliarden US-Dollar und 62 Milliarden US-Dollar. Bei der Deutschen Bank weiß ich es gar nicht.
Ja, ich wende mich dann der zweiten Frage direkt zu und komme dann zu der Haftungsfrage für das ESM danach. Die Deutsche Bank speziell und die europäischen Banken im Allgemeinen haben von der amerikanischen Rettungsaktion auf zwei Arten, wenn Sie so wollen, profitiert. Die erste Art, und das war wirklich die wichtigste, war, dass die Federal Reserve am AIG, diese große Kreditversicherungsfirma, gestützt hat. Denn die Deutsche Bank, die Schweizer, haben so wie die Amerikaner viele ihrer fragwürdigen Kredite über AIG versichert. Wäre der Kreditschutz, wäre die Kreditversicherung von AIG ausgefallen, hätte das für einige europäische, aber auch amerikanische Banken, die jetzt noch da sind, das Ende bedeutet. Die Deutsche Bank gehörte zu den größeren, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle die Deutsche Bank stand. Ich weiß, dass an erster Stelle Goldman Sachs stand, das Auszahlungen bekam von AIG und an sehr hoher Stelle danach, und jetzt bin ich nicht mehr sicher, wer dann 2, 3, 4 war, aber relativ hoch kam auch dann die Deutsche Bank. Also das war meiner Erfahrung nach die wichtigste Maßnahme der amerikanischen Regierung, in diesem Fall der Fed, also letztendlich dann gedeckt durch den amerikanischen Steuerzahler zur Rettung oder zur Stabilisierung europäischer Banken. Die konnten das aber nicht machen, die konnten nicht sagen, die Kreditversicherung bezahlt aus für amerikanische Banken, also wir retten Goldman Sachs dadurch, aber wir lassen die Europäer runterfallen. Das wäre nicht möglich gewesen, denn dann wäre einfach das globale Finanzsystem wäre implodiert. Also sie mussten, wenn sie so wollen, mitretten. Dann war der andere Aspekt, der anklang, war der Zugang zur amerikanischen Zentralbank. In den USA ist es so, dass lizenzierte Banken diesen Zugang haben, Investmentbanken nicht unbedingt. Deshalb haben sich einige damals dann, Goldman Sachs zum Beispiel, aber auch andere, haben sich dann als Bank neu lizenziert, um diesen Zugang zu haben. Und da ist es in der Tat richtig, dass auch die Deutsche Bank damals Kredite genommen hatte, sogenannte längerfristige Geldmarktkredite. Ich war damals, da habe ich jetzt also etwas Insiderwissen, weil ich die Debatte damals mitgekriegt habe. Das war so, dass die Fed bei der Deutschen Bank gebeten hat, dass die Deutsche Bank da mitmacht, damit der sogenannte Stigmatisierungseffekt für die anderen Banken nicht so groß wird. Das heißt, die Fed ging her und hat gesagt, ihr nehmt jetzt alle mal Geld. Einschließlich Deutsche Bank, ihr nehmt alle mal Geld, sodass die wirklich Geld ganz dringend brauchten, nicht als solche zu erkennen waren. Also insofern würde ich diese spezielle Sache, dass jetzt die Deutsche Bank von der Fed direkt Zentralbankgeld bekommen hat, das habe ich also aus der Nähe beobachtet, das war nicht so wichtig. Wichtig war, dass AIG nicht ausgefallen ist. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schlimm geworden für die Deutsche Bank, für andere europäische Banken. Die Frage nach der Haftung im ESM, richtig. Das ist eine knifflige Sache. Da haben Sie völlig recht. Wie weit können über das ESM für Problembanken anderer Länder mithaften? Denn schließlich soll das ESM ja die Möglichkeit erhalten, Banken direkt zu rekapitalisieren, wenn denn dann im Rahmen der Bankenunion eine gemeinsame Aufsicht erfolgt. Und da komme ich wieder zurück, was ich am Anfang sagte. Eine solche Haftung kann meines Erachtens nur limitiert sein. Es ist für die politische Kohärenz Europas meines Erachtens tödlich, wenn die Steuerzahler von einer Ländergruppe herangezogen werden zur Aufarbeitung der Probleme, die in anderen Ländergruppen
passiert sind. Das verletzt urdemokratische Prinzipien. Deutsche Wähler hatten nie eine Chance, in anderen Ländern durch Abgabe ihrer Stimme die Dinge zu beeinflussen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Deshalb denke ich, muss Hilfe immer limitiert sein. Und wenn wir an das Limit kommen, dann, wie gesagt, müssen auch große Banken, müssen auch Länder bankrott gehen können. Und man muss schauen, dass man die externen Effekte einer solchen Entwicklung möglichst minimiert. Ja, hallo Herr Mayer. Mich interessiert die angesprochene Wabenstruktur, die Sie angesprochen haben, die die Banken schützen soll. Für mich ist der Dominoeffekt im Bankensektor der Interbankenmarkt, in dem sich die Banken untereinander Zentralbankgeldkredite geben. Wie wirkt sich dort diese angedachte Wabenstruktur aus und bedeutet das dann, dass Banken im Interbankenmarkt nur noch mit ganz bestimmten Banken verkehren dürfen? Im Interbankenmarkt haben wir ja schon ein stabilisierendes Element. Ich bin da nicht so besonders glücklich darüber, dass das stabilisierende Element jetzt permanent zu werden scheint. Das ist sicherlich eine Fehlentwicklung, wir müssen da wieder rauskommen. Aber da geht ja die Zentralbank her und hat sich als Drehscheibe zur Verfügung gestellt. Geldüberschüsse, die in stärkeren Banken entstehen, werden zurückgelegt auf die Einlagenfazilität der EZB. Und andere Banken, die Defizite zu verzeichnen haben, holen sich Geld von der EZB ab. Also beim Interbankenmarkt, finde ich, da gibt es jetzt schon die Möglichkeit, hier stabilisierend für das System zu agieren. Ohne die Aktion der EZB hätten wir schon lange eine riesige Krise im Bankensystem, weil, wie Sie richtig sagen, der Interbankmarkt eigentlich so gut wie zusammengebrochen ist. Was ich da andeutete, und wie gesagt, ich glaube, die Diskussion ist hier noch in vollem Gange, was ich da andeutete, das wäre eher die Konzeption, dass man wichtige Bereiche, dass man zwischen wichtigen Bereichen der Bankaktivitäten, also Retail Banking, Investment Banking, dass man da so eine Art Feuerwelle oder Schotten einzieht, sodass, wenn der eine Bereich abgewickelt werden muss, dass dann die Schotten runterkommen und der andere Bereich weitergeht. Okay, ganz kurze Rückfrage. Sie wollen sozusagen die Bilanzen der Banken in sich nochmal abschotten. Aber jetzt noch eine Rückfrage zu diesem Dominoeffekt. Gibt es ihn dann überhaupt noch? Also müssen wir uns überhaupt noch Gedanken machen um einen Dominoeffekt, der Banken reihenweise hinrafft? Ich dachte, wenn das Problem liegt genau in diesen Interbankenkrediten, die existieren und dann abgeschrieben werden müssten. Also die Engländer versuchen das jetzt. Wie gesagt, das ist Work in Progress. Ich muss Ihnen auch sagen, ich muss das noch tiefer durchdenken. Aber die Engländer sind davon überzeugt, dass sie mit ihrem jetzigen Plan, und ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu, aber sie sind überzeugt, dass sie mit ihrem jetzigen Plan es schaffen könnten, im Falle von Bankrotten in bestimmten Bereichen, eben zu vermeiden, dass das dann systemische Folgen hat. Da gibt es einen Bericht der englischen Bankenkommission dazu, die eine solche Vorgehensweise vorschlägt und die haben sich da intensiv damit beschäftigt. Aber ich muss nochmal sagen, ich bin da leider zu wenig Experte, dass ich ein abschließendes Urteil darüber schon hätte. Aber das erscheint mir auf den ersten Blick jetzt betrachtet von den Lösungsmöglichkeiten, die ich so höre, sehr interessant zu sein. Denn wir haben ja bei den Banken nicht nur das Problem der Unterkapitalisierung, da ist es klar, wir brauchen mehr Puffer. Die Unterkapitalisierung, die kam ja dadurch zustande, dass wir in den Banken dachten, wir hätten unsere Risiken im Griff. Das war auch darauf zurückzuführen, dass die gängigen Risikomodelle einfach nicht funktionierten. Value at Risk ging halt davon aus, dass Finanzmarktpreise dass die normal verteilt sind und dass man da die Risiken schätzen kann. Das war natürlich Blödsinn. Wenn Sie das aufgeben,
dass sie die Risiken quantitativ erfassen können, dann brauchen sie größere Risikopuffer, und das ist völlig richtig. Wir brauchen auch mehr Liquidität, das ist auch völlig richtig. Die interessante Frage ist ja die der Interconnectedness. Ne? Das ist das, also eine Bank ist nicht nur too big to fail, sondern ich kann auch too interconnected sein to fail. Das war ja das Problem bei Lehman, die ja gar nicht so groß waren, aber so viele, also ihre Finger in so vielen Töpfen stecken hatten, dass sie dadurch systemrelevant wurden. Und da ist eben die Frage, ob man da nicht solche Feuerwelle einbauen kann, um die Interconnectedness zu verringern. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Das ist übrigens genau der Wortlaut, der aus der Studie auch der Eidgenössischen Technischen Hochschule lautet, too big to interconnected. Arne, ich möchte an dich übergeben mit deinen Fragen. Herr Mayer, ich möchte, bevor ich zur Bankenfrage komme, nochmal zurückgehen auf die Frage. Sie sagten, dass die Politik, die unterschiedlichen Politiken auf unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln ist. Und zwar die Geldpolitik auf europäischer Ebene, Fiskalpolitik auf nationaler Ebene. Sie haben aber ausgespart die Wirtschaftspolitik. Und ich dachte, das, was Sie vorher gesagt hatten, ist doch das eigentliche Problem in der Wirtschaftspolitik zu suchen, nämlich, dass es gerade nicht ausreicht, dass man im Schnitt meinetwegen 2% Inflationsrate hat, sondern dass Deutschland zum Elend von Griechenland genauso beigetragen hat wie Griechenland selbst, nämlich dadurch, dass es in der Inflationsrate deutlich drunter war. Und kann man nicht sagen, dass Probleme auf der Leistungsebene sind immer oder führen immer zu Solvenzproblemen und nicht zu Liquiditätsproblemen? Und dass man deshalb sagen müsste, die Probleme, die die südeuropäischen Staaten haben, die langfristige Leistungsbilanzdefizite haben, die haben immer Solvenzprobleme. Und nochmal dann darauf zurückzukommen, da sprach man dann von Transferleistungen, Transferunion wie USA und die Schweiz. Sollte man nicht anstatt Transferleistungen einen fairen Wettbewerb und faire Rahmenbedingungen einfordern, indem man praktisch tatsächlich sagt, in Deutschland müssen die Produktivitätssteigerung weitergegeben werden, damit die Inflation entsprechend ist und damit die anderen nicht in einen Wettbewerbsnachteil kommen? Ja, die Frage der Solvenz. Ich sehe den Zusammenhang nicht ganz so direkt. Es gibt schon einen Zusammenhang insofern zwischen Leistungsbilanzdefiziten und Krisenanfälligkeit, als internationale Investoren natürlich viel weniger, will ich so sagen, definitionsgemäß, die haben kein Heimatgefühl. Ne? Also der, was man in der Ökonomie oder in der Portfoliotheorie den Home Bias nennt, der ist da nicht da. Das heißt, wenn Sie ein Land sind, dass seine Staatsdefizite in erster Linie über Auslandsgeld finanziert, dann setzen sie sich natürlich sehr viel stärker der Situation aus, dass der internationale Anleger ihnen auf einmal den Kredithahn zudreht und irgendwie sein Kredit woanders, sein Geld woanders hinschickt. Das hat jetzt mit der Solvenz nicht so richtig zu tun, sondern das hat eher mit der Sicherheit des Kreditgebers zu tun. Und wenn Ihr Kreditgeber sich einfach auf dem Absatz rumdreht und sagt Tschüss, dann kann auch das solventeste Unternehmen dicht machen. Hier, auch ganz interessant, ist Italien in einer besseren Situation. Die hatten über die Zeit weniger Leistungsbilanzdefizite als die Spanier. Der Anteil der heimischen Anleger im Bondmarkt ist sehr viel höher als in Spanien und deshalb ist die Krise hier nicht ganz so virulent, wie das in Spanien der Fall ist, obwohl fundamental, von den Fundamentaldaten her gesehen, die Spanier eigentlich, meines Erachtens zumindest, etwas besser dastehen als die Italiener. Also insofern würde ich sagen, nicht notwendigerweise Solvenz ist in Frage gestellt, sondern einfach die Sicherheit des Kredits, die Fähigkeit, den Kredit weiterzurollen. Das haben sie viel mehr bei den, wenn sie inländische Kreditgeber haben. Und jetzt müsste ich Sie nochmal bitten, mich daran zu erinnern, was der andere Teil Ihrer Frage war.
Sie hatten die Wirtschaftspolitik nicht angesprochen. Und ich war der Meinung, dass die Wirtschaftspolitik der eigentliche Schlüssel ist, weil die Wirtschaftspolitik auf der Leistungsebene ansetzt. Ich denke, dass ich hatte das indirekt vielleicht anfangs erwähnt, dass meines Erachtens das A und O für die Funktionieren der Währungsunion ökonomische Flexibilität ist. Diese ökonomische Flexibilität kann aber meines Erachtens nur auf regionaler und nationaler Ebene hergestellt werden und nicht zentral aufoktroyiert werden. Denn das hat sehr stark damit zu tun, wie Sozialversicherungssysteme ausgestaltet sind, also was für wie die Regeln sind für die Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort, für die Arbeitslosenunterstützung, Entschuldigung. Also das sowas, das können Sie meines Erachtens nicht zentral vorgeben, sondern das müsste, oder auch der Lohnfindungsprozess, das müsste meines Erachtens dezentral gehen. Deshalb hatte ich gesagt, Flexibilität enorm wichtig, wie gesagt, das A und O, aber das muss meines Erachtens auf der dezentralen Ebene geschaffen werden. Was vergemeinschaftet werden muss, natürlich in einer Währungsunion ist die Geldpolitik, da haben wir nur noch einen Zins und nur noch einen Wechselkurs. Und dann was eben auch noch, was wir jetzt gelernt haben, was wir auch noch zentral regeln müssen, sind die Banken. Weil, wie gesagt, das ist das Getriebe, das die Motorleistung der Zentralbank rüber auf die Zentralwirtschaft, auf die Realwirtschaft überträgt. Jetzt hatten Sie noch in dem Zusammenhang ein Thema angesprochen, das ja auch sehr wichtig ist, nämlich die Beziehung der Leistungsbilanzüberschussländer zu den Defizitländern und auch die Frage, Anführungsstrichen, wer ist denn da schuld? Sind denn nur die Defizitländer schuld oder haben nicht die Leistungsbilanzüberschussländer auch schuld an den Problemen, die wir haben? Und was müssten denn die tun? Grundsätzlich ist es ja durchaus richtig, wo Ungleichgewichte sind, ist das eine im Defizit, das andere im Überschuss. Wenn die Defizite verschwinden, weil die nicht mehr finanziert werden können, müssen auch die Überschüsse verschwinden. Wenn wir in Deutschland nicht mehr riesige Leistungsbilanzüberschüsse produzieren können, weil keiner da ist, der den Abnehmerländern das Geld gibt, um unsere Waren abzunehmen, dann verschwinden die bei uns. Automatisch. Da muss man eigentlich gar nicht groß darüber sich den Kopf zu zerbrechen. Unser Problem wird dann sein, dass die Leute, die im Exportsektor nicht mehr benötigt werden, weil die Kunden die Exporte nicht mehr abkaufen können, dass die dann arbeitslos werden. Also gibt es in Deutschland immer so eine, wie bei so einer Wippschaukel. Wenn es der Außenwirtschaft besonders gut geht, wenn die Leistungsbilanzüberschüsse besonders hoch sind, ist die Arbeitslosigkeit niedrig. Und wenn dann die Leistungsbilanzüberschüsse zurückgehen, vielleicht in der Vergangenheit, weil der Wechselkurs gestiegen ist oder jetzt, weil die Abnehmerländer nicht mehr genügend Kredit bekommen, dann beginnt die Arbeitslosigkeit zu steigen. Das könnte uns noch bevorstehen. Die Antwort, was man da tun sollte, ist auch bei uns, da können wir uns nicht ausnehmen, größere Flexibilität im Arbeitsmarkt und auch eine Wirtschaftspolitik, auch wieder jetzt dezentral im Inland, eine Wirtschaftspolitik, ein regulatorisches System, da muss man auch darüber nachdenken, die binnenwirtschaftliche Entwicklung fördert. Da muss man auch sehen, was gibt es noch an Barrieren, die Entwicklung des Dienstleistungssektors behindert. Da müsste man sich auch nochmal anschauen, was gibt es alles für Regelungen für Handwerker und so weiter und so fort. Da haben wir noch ungenutzte Potenziale, dass wir mehr Binnenwirtschaft erzeugen und damit eben einen geringeren Exportsektor bekommen. Und damit auch wieder weniger Leistungsbilanzüberschüsse produzieren. Was in dem Zusammenhang auch sehr interessant ist, ist, ob nicht die Energiewende, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, ein riesiges binnenwirtschaftliches Expansionsprogramm darstellen könnte, das so viel Ressourcen absorbiert, dass unser Leistungsbilanzüberschuss schwindet. Das ist auch noch eine interessante Aspekt.
der zu bedenken ist. Momentan, wie Sie alle wissen, steckt dieses Programm ja immer noch in den Anfängen. Da gibt es noch viele Finanzierungsfragen, Regulierungsfragen sind zu lösen. Aber das wäre ein ziemlich großes binnenwirtschaftliches Infrastrukturprogramm, das die deutschen Überschüsse reduzieren könnte. Und dann kommt auch noch ein weiterer Aspekt dazu, den Sie auch völlig richtig hier angerissen haben, dass natürlich in Deutschland die Löhne und damit auch die Preise jetzt stärker steigen müssten, als das in den Südländern der Fall ist. Um in einer Währungsunion eine Anpassung hinzubekommen, ja, da wir ja die nominalen Wechselkurse nicht verändern können, brauchen wir solche relativen Preisveränderungen. Das große Problem jetzt ist jetzt allerdings, auf welchem durchschnittlichen Inflationsniveau bewegen sich diese relativen Preisveränderungen. Je resistenter die Südländer sind in Bezug auf eine Reduzierung ihrer Lohnsteigerungen und damit auch Inflationssteigerungen, also je festgefressener die Inflationsneigung im Süden ist, desto höher muss die deutsche Inflationsrate werden, damit diese relative Preisänderung stattfinden kann. Wenn diese deutsche Inflationsrate so hoch wird, dass die Bevölkerung unzufrieden wird in Deutschland, dass die Bevölkerung Angst bekommt vor Geldentwertung, dann kann natürlich das politische Klima in Deutschland gegen den Euro kippen und womöglich dann ernsthafte Bestrebungen zu einem Euro-Austritt Deutschlands hervorrufen. Deshalb ist es wichtig, dass man diese Anpassungslast verteilt. Es ist wirklich eine Gratwanderung. Sie können in den Südländern oder in den lateineuropäischen Ländern können Sie die Situation dadurch untragbar machen, indem Sie dort den Deflationsdruck über das erträgliche Maß hinaus steigern. Dann zerbricht die Währungsunion, weil diese Länder den Deflationsdruck nicht mehr ertragen können. Kostendeflation in erster Linie. Sie können aber die Währungsunion auch dadurch zerreißen, dass sie den Inflationsdruck in Deutschland übersteigern und damit die Ängste, die in Deutschland immer noch virulent sind, über einen Verfall des Geldwertes, dass die ausprägen und politisch dann wirksam werden. Das sind meines Erachtens zwei Gefahren, die bei dieser relativen Preisanpassung auftreten könnten. Ich glaube, die meisten Deutschen hätten nicht gejammert, wenn sie angemessen an den Produktivitätssteigerungen über Lohnerhöhungen teilgenommen hätten. Aber ich möchte jetzt eigentlich zu einer anderen Frage kommen, nämlich zu den Banken. Und die wurden ja schon mehrfach jetzt angesprochen und auch die Rolle der Banken. Und muss man nicht eigentlich sagen, dass die Banken Teil eines systemimmanenten Problems und auch eine ernste Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft ist? Und zwar in diesem Sinne. Der Bankensektor hat ja an Aktiva in der Größenordnung 8 Billionen und 8.000 Milliarden Euro. Und diesen 8.000 Milliarden stehen nur 340 Milliarden an Eigenkapital gegenüber, etwas mehr als 4%. Man könnte sich das ja vorstellen wie ein Stahlträger, der auf die Spitze gestellt wird und dann nochmal angespitzt ist. Das heißt, es sind nicht mal die großen Risiken, die Banken eingehen. Es ist das schiere Unverhältnis, dass hier und die angesprochene Verbundenheit, die hier dazu führt, dass wenn so ein Stahlträger umfällt, dass der nicht nur einen Dominoeffekt auslösen kann, sondern auch ziemlich viel am Boden zerschlagen kann, sprich in der Realwirtschaft, dass das eigentlich ein ernstes Problem ist. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was wir mit den Banken machen. Und da jetzt speziell die Frage dazu. Bargeld ist ja, wenn Sie wollen, verbrieftes Schiralgeld. Wäre es nicht konsequent und sinnvoll, dass man sagt, alles Schiralgeld, sprich M1, wird nur durch die Zentralbank geschaffen. Sprich, die Zentralbank ist kontoführende Stelle für das Schiralgeld und die Geschäftsbanken können zwar die Konten nach wie vor verwalten, aber kontoführende Stelle ist die Zentralbank. Dann würde nämlich die gesamte Geldschöpfung wieder zur Zentralbank gehen von M1 und es könnte auch kein Bankenrand mehr dadurch entstehen, weil in das Giralgeld wäre so sicher wie das Bargeld. Ja, ich würde Ihre
Frage gerne in zwei Teile eigentlich untergliedern. Denn Sie sprechen auf der einen Seite die Rolle der Banken als Intermediäre von Sparkapital an. Und auf der anderen Seite, oder der zweite Teil Ihrer Frage bezog sich dann auf die Rolle der Banken in der Geldversorgung. Das würde ich getrennt halten. Ihre erste Zahl, die Sie nannten, die 8 Billionen mit an Aktiva mit seinem geringen Eigenkapital abgestützt. Man muss ja sehen, dass die Banken tatsächlich ja nur Intermediäre sind. Die bringen Sparer und Investoren zusammen. Und das ist, dürfen wir auch nicht vergessen, das ist volkswirtschaftlich ein enorm wichtiger, hat eine enorm wichtige Funktion, die beiden zusammenzubringen. Denn nicht jeder Sparer ist auch ein begnadeter Investor und nicht jeder Investor hat das Kapital. Also das ist eine enorm wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Deshalb sitzt der Finanzsektor ja oft so wie die Spinne im Netz der Wirtschaft. Nun kann man sich zwei Dinge vorstellen, also zwei Intermediationssysteme vorstellen. Das eine ist das, was Sie skizziert haben, also die Banken nehmen von den Einlegern, von den Sparern das Geld, stehen dafür gut für diese Einlagen und verleihen das dann weiter, nehmen damit Risiken in Kauf für ihre Bilanz und wollen ein Geschäft machen. Also sind dann praktisch die Intermediäre. Das ist das europäische System. Und da haben wir ganz klar erkannt, das zeigt auch die Zahl, die Sie erwähnt haben, dass die Banken zu wenig Eigenkapital vorhalten in einem Umfeld, in dem sie die Risiken nicht so präzise messen können, wie man sich das vorgestellt hat, aufgrund all der Mängel in der Theorie, auf denen diese Risikomodelle basiert haben. Jetzt könnte man sich aber auch vorstellen, dass man die Sparer mit den Investoren viel direkter verkoppelt. Das ist das amerikanische System. Da gehen sie über den Kapitalmarkt. Da sind die Banken Vermittler, die Aktien emittieren, die Bonds, also die bei der Aktienemission helfen, die bei der Bondemission helfen und das dann absetzen an die Sparer. Da liegt das Risiko dann direkt beim Investor, der sich darum kümmern muss, dass die Produkte, die er da einkauft, auch von Wert sind. Dann ist das Bankensystem weniger, steht es weniger im Risiko. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, welches Modell hier das bessere ist. Aber ganz keine Frage, falls wir beim europäischen System bleiben, wo die Banken eine wichtige Rolle spielen in der Intermediation, wo also der Sparer mehr geschützt wird, dadurch, dass jemand zwischen ihm steht, dann muss die Eigenkapitaldecke höher sein. Aber wenn man das nicht zustande bringt, wenn man die nicht hochkriegt, dann ist die Alternative das amerikanische Modell. Ja, dann ziehen sich die Banken aus der Intermediation zurück, veranstalten hier den Kapitalmarkt und dann schaut halt der Sparer, dass er sein Geld über die Produkte wieder bekommt. Der zweite Aspekt, den Sie ansprachen, ist interessant. Sollten wir ein fraktionales Reservesystem haben, also wo die Banken im Geldschöpfungsprozess aktiv mitarbeiten, indem sie eben Reserve halten, die nicht den vollen Geldumlauf abdeckt, oder sollten wir die Geldschöpfung ganz zurück zur Zentralbank geben? Ich habe heute Abend keine Antwort auf diese Frage. Ich wälze das noch in meinem Kopf hin und her. Es gibt ja Vertreter der Schule der Volldeckung des Geldes. Da würde also nur die Zentralbank das Geld ausgeben. Die Banken sind ja gar nicht mehr dran beteiligt. Ich habe noch keine abschließende Antwort. Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Systeme? Also da muss ich einfach hier jetzt für Auszeit plädieren und noch weitere Denkprozesse über mich ergehen lassen, bevor ich Ihnen da eine Antwort geben kann. Sie hatten da ein Stichwort gebracht, was mich elektrisiert hat. Und zwar, dass praktisch in unserem Bankensystem die Sparer, die Banken das Geld der Sparer weiter vermitteln. Das hat bei uns schon heftige Diskussionen ausgeführt, weil wir sind eigentlich der Meinung, die Sparer kriegen nicht ihren Zins dafür, dass ihr Geld
weiterverliehen wird, sondern dass sie das Geldterritorium der Bank nicht verlassen, weil das Geld der Sparer wird eigentlich für die Kredite der Banken gar nicht gebraucht, weil ja die Banken selbst Geld schöpfen. Und dass deshalb praktisch, dass ein geschöpftes Geld nicht das Territorium der Bank verlässt. Deshalb bietet praktisch die Bank an, dass sie dieses Geld gewissermaßen als Einlage parkt, damit es nicht an eine andere Bank oder an die Zentralbank geht. Aus unserer Sicht ist das der Hauptdenkfehler über unser Geldsystem, dass wir glauben, Banken sind Händler im Geld und dass die die Einlagen der Sparer eigentlich brauchen. Aber ich glaube, dass sie es tatsächlich nicht brauchen. Und in diesem Zusammenhang, sind Sie der Meinung, dass die multiple Geldschöpfung, dass das funktioniert? Aus meiner Sicht gehört es zu den Märchen der Volkswirte. Ich weiß es nicht. Das ist ein interessantes Thema, zu dem ich keine abschließende Meinung habe. Ich muss darüber mehr nachdenken. Es wäre vermessen, wenn ich Ihnen jetzt eine klare Antwort vorspielen würde. Ich habe dazu keine. Dürften wir dann, wir arbeiten an einem System, das nennen wir Währungssystem in öffentlicher Hand, wo wir dieses Thema angehen, andere Ansätze haben, dass wir dann, wenn wir auch weiter fortgeschritten sind, mal Ihnen den Rohentwurf zukommen lassen und Sie um Ihre Meinung bitten. Das würde mich sehr interessieren, denn wie gesagt, also ich habe jetzt angefangen, darüber nachzudenken. Ich höre das, ich höre die Kritik am gegenwärtigen fraktionellen Reservebankensystem. Ich weiß, es gibt Leute, die wollen das Volldeckungssystem. Ich habe aber, wie gesagt, noch keine abschließende Meinung. So, nur eins fällt mir halt auf, wenn Sie sich halt das amerikanische System anschauen, da ja, wird sehr viel mehr über den Kapitalmarkt gemacht und es stört die Banken überhaupt nicht. Im Gegenteil, die amerikanischen Banken sind im Schnitt eigentlich profitabler noch als, was heißt, die Europäischen sind nicht besonders profitabler. Die Amerikaner sind profitabler als die Europäischen, hängen aber nicht so sehr am Einsammeln von Geld, wie Sie das gerade beschrieben haben. Das wäre jetzt nochmal eine spontane Gegenfrage. Sie waren ja bei der Deutschen Bank. Wie sehen es die Banker selbst? Glauben die tatsächlich, dass sie das Geld der Sparer weiterverleihen? Oder sehen sie das so, wie ich es angedeutet habe, dass sie im Grunde genommen sagen, ja, die Kredite, die vergeben, da brauchen wir nicht die Einlagenabteilung fragen, ob jetzt jemand was eingezahlt hat, sondern wir können einfach fragen, hat der Kunde genügend Sicherheiten? Und wenn er diese Sicherheiten hat und auch darlegen kann, dass er den Kredit zurückzahlen kann, dann kriegt er den Kredit, ohne nur im Hauch daran zu denken, was sich auf der Einlagenseite tut. Das ist insofern richtig, als die europäischen Banken, übrigens in viel größerem Maße als die amerikanischen, in den letzten Jahren sich sehr stark über den Großhandelsmarkt für Geld finanziert haben. Also die Deckung der Kredite mit Depositen ist nicht besonders groß, sondern man ging dann halt auf den Geldmarkt raus und hat sich das Geld geholt. Insofern ist es schon richtig, dass man, solange der Kapitalmarkt sehr ergiebig war, dass man sagte, was machen uns die Einlagen aus? Ich habe relativ wenig Einlagen, aber ich habe tolles Kreditgeschäft. Also finanziere ich das über den Kapitalmarkt. Northern Rock, ich komme wieder darauf zurück, war das Paradebeispiel. Die haben einen großen Teil ihrer Hypotheken einfach über den Kapitalmarkt finanziert und sich nicht darum gekümmert, dass die Einlagen das auch decken. Die Amerikaner sind da in einer etwas anderen Situation. Das, was sie an Kreditgeschäft vergeben, das decken die in weit höherem Maß bei einer vollständigen Beeinlagen ab. Aber wie gesagt, das klassische Kreditgeschäft und auch die Einlagen spielen für die Amerikaner nicht diese große Rolle, weil eben der Kapitalmarkt dort im Bankensystem sehr viel wichtiger ist. Meine eigene Erfahrung war, dass bis zu der Finanzkrise in Europa das amerikanische Modell sehr stark auf dem Vormarsch war. Das heißt,
Man hat sich um klassisches Kreditgeschäft und Einlagenakquisition nicht besonders gekümmert. Die Renditen in diesem Bereich waren bescheiden. Wo die großen Renditen zu verdienen waren, war im Investmentbanking. Und das reicht natürlich, wie Sie wissen, vom klassischen Mergers and Acquisition über Corporate Finance, bis dann auch rüber, was ja nicht mehr eigentlich Investmentbanking ist, aber was ja damals auch dabei war, bis zum Eigenhandel. Also wirkliches Kapitalmarktgeschäft und Geschäft mit Unternehmen. Und das ist nicht so bilanzintensiv wie das Kreditgeschäft. Und dort war eigentlich, dort spielte eigentlich die Musik. Und da haben sich dann auch viele getummelt. Und wenn Sie daran denken, einige deutsche, sehr traditionsreiche Banken haben sich da also da im Investmentbanking ja auch zum Teil ziemlich verhoben. Denken Sie an die WestLB, die ein großes Rad drehen wollte im Investmentbanking, aber auch den etwas unerfreulichen Ausflug der Commerzbank ins Investmentbanking, der jetzt wieder rückabgewickelt wird. Also da war eigentlich so, da wollte man expandieren, da wollte man sein. Nochmal eine abschließende Frage. Ihr Schottenmodell, das denke ich, ist ja eine grundlegend wichtige Idee, dass man die Verbundenheit, dass man die lockert. Wäre da nicht vielleicht ein erster Schritt, dass man sagt, das Interbankenkredit wird nicht mehr zugelassen. Das heißt, die Banken haben dann unverzinsliche Einlagen bei der Zentralbank gegebenenfalls. Andererseits müssen sie sich die Gelder bei der Zentralbank leihen. Das heißt praktisch, dadurch würde ja auch ein Stück weit Geldschöpfungsgewinn wieder an den Staat gehen. Und vor allen Dingen die Verbindung zwischen den Banken würde in einem beachtlichen Größenbereich gekappt werden. Was ich da jetzt gerade spontan einwenden würde, was mich da ein bisschen gegen den Strich bürstet in Ihrem Modell, ist, dass Sie natürlich der Zentralbank enorme Macht einräumen. Dort ballt sich alles. Die Zentralbank hat es völlig in der Hand, dann die Geldmengenentwicklung zu steuern, 1:1. Die Zentralbank kontrolliert den gesamten Geldhandel. Das heißt also, sie haben eine übermächtige Zentrale, die dann, wenn sie Fehler begeht, natürlich wie in jeder Planwirtschaft auch ziemlich stark daneben hauen kann. Also da hätte ich jetzt etwas Bauchgrimmen als großer Anhänger der Wisdom of Crowds, dass also lieber Dinge dezentral entschieden werden, als dass ich einen Zentralverwalter habe, der das alles im Griff hat. Erstmal bedanke ich mich sowohl an Herrn Meyer als auch an dich, Arne, für diesen Komplex, den er gerade abgearbeitet hat. Ich muss jetzt laut Cosmic eine Frage aus dem Fragepad vorlesen, bevor ich zum Saalmikrofon komme, und zwar Frage 4. Herr Meyer, auf der Veranstaltung Ökonomie neu denken sagten Sie, dass die Mainstream-Ökonomie gescheitert ist, weil sie den Kreditzyklus nicht versteht. Berücksichtigt man diese Aussage von Augusto Graziani aus seiner monetären Theorie der Produktion, dass eine Ökonomie, die Geld als Ware betrachtet, welches aus einem regulären Produktionsprozess stammt, nicht von einer Tauschwirtschaft unterschieden werden kann, so sind die Erkenntnisdefizite doch erheblich größer. Oh, das war jetzt also ein bisschen vielleicht über meine Aufnahmefähigkeit hinaus. Was ich ursprünglich damit meinte, wo die Fragestellung herkam, war ja, was ich gerade schon erläutert habe, dass diese Vernachlässigung der Finanzmärkte in der modernen Makroökonomie, diese Kombination des konstruktivistischen Ansatzes in der allgemeinen Wirtschaftspolitik plus Geldpolitik und die Vernachlässigung des Laissez-faire bei den Finanzmärkten, das hat eine inhärente Instabilität erzeugt und meines Erachtens gezeigt, dass diese Modelle nicht tauglich sind auf die lange Frist. So, und jetzt ist halt die Frage, was sind da die vielen, vielen Alternativen? Ich habe jetzt mich mit diesem speziellen Autor, der Fragesteller da zitiert, im Detail nicht befasst. Deshalb kann ich jetzt aus dem Stand heraus nach einem so kurzen Satz keine Stellungnahme abgeben. Ich kann nur meine eigenen Überlegungen hier Ihnen anbieten. Und der war halt die, dass ich zwei Alternativen dazu sehe. Das sind eben zum einen
die Österreicher, über die wir gerade schon geredet haben, die das Problem meines Erachtens klar identifizieren an der Kombination dieses konstruktivistischen Ansatzes und des Laissez-faire und ganz klar aber wiederum für dezentrale Informationsfindung über den Markt entscheiden. Und dem gegenüber stehen die Postkeynesianer, die dann alles regulieren wollen. Das sind so die beiden Alternativen, die ich identifiziert habe. Aber ich bin gerne bereit, hier mich da noch über weitere Modelle hier mich da aufmerksam machen zu lassen. Also vielen Dank, Herr Mayer. Ich habe auch bei 30% der Fragestellung schon abgebrochen, weil wenn der gesamte Text ich Ihnen vorgelesen hätte, hätte man gar keine Chance der Nachvollziehbarkeit mehr gehabt. Ich gebe jetzt wieder an das Saalmikrofon und zwar am längsten wartet dort PR02. Also ich habe jetzt noch mal eine Frage zu dieser Bankentrennung, weil ich mit Ihnen ja, weil wir mit Ihnen natürlich jetzt einen Vertreter der Deutschen Bank da haben und das ist ja ein ganz besonderer Einzelfall, was diese Bankentrennung angeht, weil das von Ihnen angesprochene Wabensystem oder auch nach Glass-Steagall vorgenommene Trennungen würden ja so ein Konstrukt wie die Deutsche Bank aufspalten. Nun habe ich aus unterschiedlichen Quellen immer wieder gehört, dass gerade diese Verschmelzung der Deutschen Bank in einen Kredit- und einen Investmentbereich durch halt auch die Geschäfte des jetzigen Co-Chefs, das heißt Herrn Jane, so erfolgreich war und so gut durch die Krise gekommen ist. Also wie sehen Sie da die zu erwartenden Nachteile, welche zum Beispiel auch das Vertrauen, was in ein Institut wie die Deutsche Bank gesetzt wird, dadurch, dass sie halt eben dieses Know-how auf beiden Gebieten zu bieten hat für einen Kunden? Also wo sehen Sie da die Probleme als Insider? Also zunächst mal möchte ich nur noch mal erinnern, dass ich hier für mich spreche, dass ich auf alle Fälle kein Vertreter der Deutschen Bank bin, jetzt schon gar nicht mehr, sondern freier Mitarbeiter der Deutschen Bank, damit ja eben ein freischaffender Ökonom. Aber das nur, dass es klar wird, was ich hier stehe und was ich hier sage. Aber um auf den Kern Ihrer Frage einzugehen. Ich bin nicht von Glass-Steagall überzeugt. Ich bin auch nicht von der Folgerhole überzeugt. Was dem entgegensteht, ist in der Tat, dass die Probleme auch von kleineren Banken kommen können. Denken Sie an Lehman, denken Sie an Northern Rock, haben wir ja schon besprochen. Und ich sehe durchaus, dass es eine Daseinsberechtigung für große Banken gibt. Denn wenn ich das so verfolge, ich habe ja 10 Jahre für Goldman Sachs gearbeitet und 10 Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet. Wenn Sie Unternehmen betreuen, die international tätig sind, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob Sie vor Ort Expertise haben. Wenn Sie eine Niederlassung haben in Peking, irgendwo anders, in Rio de Janeiro oder wo immer, wenn Sie dort vor Ort sind, dann können Sie die Unternehmen ganz anders begleiten, als wenn Sie eine kleine Bank sind, die dann womöglich mit Korrespondenzbanken im Inland arbeiten muss. Also es gibt wirklich eindeutige Vorteile einer großen Bank, die jetzt nicht nur im Finanzsektor selbst zu suchen sind, sondern für die Realwirtschaft. Deshalb denke ich, dass dieses Problem der großen Banken anders zu lösen ist als durch ihre Zerschlagung in Spartenbanken oder ihre Kleinhaltung. Und deshalb, wie gesagt, denke ich über dieses Wabenmodell oder über diese Schotten nach, die man jetzt im UK propagiert. Ob das nicht eine Lösung sein könnte, die Nachteile einer großen Bank, nämlich ihre systemische Relevanz, zu reduzieren, ohne die Vorteile, nämlich die globale Aufstellung und auch die Befruchtung der Sparten gegeneinander. Ne? Also ich meine, wenn ich als Sparer zur Bank gehe und die bietet mir immer nur das gleiche Produkt an, weil sie kein anderes kennt, ist das natürlich auch begrenzt für mich als Sparer, dann immer nur so eine eingeschränkte Angebot zu sehen. Dann hätte ich auch gerne mal andere Dinge im Angebot stehen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier diesen Mittelweg finden kann, große Banken so aufzustellen, dass eben sie auch teilweise abgewickelt werden können. Guten Abend, Herr Mayer. Ich habe zwei
kurze Nachfragen zu der Diskussion, die Sie mit Arne, also Arne Fallstecker, vom Podium gerade geführt haben. Und ich würde diese Fragen einzeln stellen, also eine nach der anderen, und Sie bitten, diese zu beantworten. Die erste Frage bezieht sich auf das Thema Geldschöpfung, was gerade diskutiert wurde. Entweder wurde meiner Meinung nach aneinander vorbeigeredet oder es kam halt nicht richtig rüber, wie Ihre Meinung dazu ist. Also innerhalb der AG Geldordnung ist es Konsens, dass die Banken, also die Geschäftsbanken, keine Spareinlagen brauchen, um Kredite zu vergeben, sondern diese Kredite werden einfach durch Bilanzverlängerung an die Wirtschaft oder wie auch immer weitervergeben. Können Sie das vielleicht nochmal oder dazu nochmal eine Stellung abgeben? Also da bin ich jetzt vielleicht irgendwie, habe ich eine Verständnisblockade, denn ich habe ja auf meiner Sollseite der Bilanz habe ich die Kredite und die muss ich ja finanzieren auf der Habenseite, entweder mit eigener Kreditaufnahme am Kapitalmarkt oder mit Einlagen. Oder verstehe ich Sie da falsch? Darf ich mal danach da einsteigen? Der Buchungssatz lautet Kreditkonto praktisch auf der Aktivseite an Girokonto Kreditnehmer. Und das ist praktisch ein Buchungssatz und das ist die Bilanzverlängerung. Und in diesem Prozess wird kein Geld bei einer Einlage gebraucht. Während eine Einlage ist gewissermaßen ein Kredit an die Bank, der ist ein Passivtausch. Sprich, da heißt es dann Girokonto Einleger an meinetwegen Festgeldkonto Einleger. Also das müsste ich jetzt nochmal schriftlich nachvollziehen, die Buchungssätze, damit ich da spontan darauf antworten kann. Also bisher ist halt sehe ich halt die zwei Seiten der Bilanz, die sich irgendwie ausgleichen müssen. Wenn Sie einen Abschluss haben, müssen Sie einfach sehen, wie finanzieren Sie Ihre Aktivseite. Also vielleicht stehe ich jetzt da gerade irgendwie auf einem geistigen Schlauch, sodass da jetzt nicht die Erkenntnis durchkommt. Aber die zwei Seiten der Bilanz müssen sich ausgleichen. Okay, das nehme ich mal so hin. Und die zweite Frage, die ich habe, Sie haben gerade gesagt, da ging es um das Thema Staatsfinanzierung, Kreditvergabe von der Europäischen Zentralbank oder von einer Zentralbank und dass dann die Zentralbank eine sehr große Macht ausüben könnte. Ist es denn nicht im Moment so, dass diese Macht bei den Geschäftsbanken liegt? Ganz speziell dazu, warum ich das frage. Es gibt eine Initiative der AG Geldordnung, in der wir uns ja gerade befinden, innerhalb der Piratenpartei, dass wir uns dafür einsetzen, eine Neuordnung der Staatsfinanzierung in der Eurozone anzustreben, dass halt die Staatsfinanzierung nicht mehr über Geschäftsbanken läuft, sondern über die Zentralbank. Wie stehen Sie dazu? Da habe ich große Bauchschmerzen. Da habe ich sehr große Bauchschmerzen. Denn worauf das Ganze hinausläuft, ist doch eigentlich eine staatliche Geldwirtschaft. Das erinnert mich so ein bisschen an die, also ich meine das jetzt bitte nicht abwertend, aber das erinnert mich so ein bisschen an die Zentralverwaltungswirtschaft früherer osteuropäischer Prägung. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Also mein Ideal wäre eigentlich eher ein politisch neutrales Geld. Da oute ich mich jetzt vielleicht ein bisschen hier als altmodisch, aber angelehnt, sagen wir mal, an einen Goldstandard. Geld bleibt unpolitisch. Und die Zentralbank hält sich aus dieser ganzen Geschichte möglichst weit zurück. Ich meine, ursprünglich wurde die Federal Reserve ja als Lender of Last Resort konzipiert, nicht als aktiver Teilnehmer im Markt. Das Anhängen der Zentralbank an den Staat, wie Sie es gerade vorschlagen, ohne die Übertragung der Geldausgabe exklusiv auf die Zentralbank, schmeckt mir doch sehr nach Zentralverwaltungswirtschaft. Läuft es in den Vereinigten Staaten nicht genau so, wie Sie gerade beschrieben haben? Also das ist dann ja eine Staatsfinanzierung über die Zentralbank, über die Fed. Das heiße ich aber nicht gut.
Ah, okay. Nun ist es aber in Europa so, dass wir halt uns über die Geschäftsbanken finanzieren und dafür natürlich auch Zinsen zahlen, dementsprechend auch den Staatshaushalt belasten. Und wenn man jetzt eine Möglichkeit schaffen würde, es muss ja nicht unbedingt über die Europäische Zentralbank gehen, es kann ja auch, es gibt ja den Vorschlag von Professor Huber, den er im Zusammenhang seiner Vollgeldreform gemacht hat, dass man halt von einer unabhängigen Stelle, auch von Regierungen unabhängigen Stelle, die Finanzierung macht. Das würde ja auf jeden Fall den Staatshaushalt dementsprechend entlasten und natürlich würde es die Geschäftsbanken belasten, weil sie halt dann nicht mehr die Möglichkeit hätten, damit Geld zu verdienen. Aber es wäre doch eine Möglichkeit, nicht nur den Staatshaushalt, sondern dementsprechend auch die Steuerzahler zu entlasten. Also ich habe jetzt dieses Konzept nicht ganz durchdrungen, weil ich mich damit nicht in allen Teilen beschäftigt habe. Aber wie gesagt, was mich da stört, so wie ich das jetzt in der Diskussion mitnehme, ist, dass Sie hier eine Zentralverwaltungsgeldwirtschaft aufbauen und die wird meines Erachtens scheitern. Die ganzen Zentralverwaltungswirtschaften, da brauche ich jetzt gar nicht weiter ausführen, sind letztendlich gescheitert, weil die Planer einfach nicht die Kenntnis haben, die eine dezentral organisierte Wirtschaft hat. Ich würde exakt in die andere Richtung gehen, exakt in die andere. Das hatte ich ja anfangs, ich glaube, der Weimeyer hatte mich ja darauf angesprochen, dass ich eigentlich meine Präferenz ist eher hin zur Dezentralisierung, nicht zur Zentralisierung. Unpolitisches Geld, die Zentralbank soll sich raushalten, die Anleger sollen mit den Investoren aushandeln, was angemessen ist und der Staat soll sich auf dem Kapitalmarkt finanzieren und soll seine Schulden so klein halten, dass er nicht zum Risiko wird. Herr Mayer, aber wenn Sie sehen, dass die US Federal Reserve im Jahr 2011 61% nach mir, also zur Verfügung stehenden Zahlen, der eigenen Staatsanleihen aufgekauft hat und in England und in Japan das auch nicht viel anders läuft, tun sich da die Europäer nicht selbst behindern und sich ein Bein stellen, wenn sie das in dem gleichen Umfang über den Paragraph 123 nicht machen dürfen? Meines Erachtens ist diese Politik, die wir in den USA sehen und im UK sehen, fehlgeleitet und wird letztendlich in eine Krise des Systems des geschaffenen Geldes führen. Das nachzumachen halte ich für nicht sinnvoll. Die Frage ist, das ist durchaus berechtigt, können wir uns dieser Sache entziehen? Wir könnten uns dieser Sache bis zu einem gewissen Grad entziehen, wenn wir den Euro erfolgreich machen. Meiner Meinung nach kann der Euro nur dann erfolgreich sein, wenn er, wie ich anfangs schon sagte, wenn er unpolitisches Geld ist. Also am liebsten so nah wie möglich an etwas wie einen Goldstandard rankommt. Und wenn sich dann die Beteiligten, die Staaten, die Wirtschaftssubjekte, wenn sie sich dann darauf einstellen und die nötige Flexibilität mitbringen, um in einem solchen System Effizienz zu wirtschaften. Das erscheint mir das anzustrebende Ziel zu sein. Und dahin, wo die USA gehen und dahin, wo das UK geht, das halte ich also für gefährlich. Wie gesagt, ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Krise des Systems des künstlich geschaffenen Geldes kommen, für nicht klein. Und das noch jetzt, das, was die machen, also diese, ich habe das mal Zentralbankgeldwirtschaft genannt. Das jetzt sozusagen noch linear zu verlängern, indem sie die Zentralbank ermächtigen, als einzige Institution durch Geldausgabe und jetzt auch, wie Sie sagten, Staatsfinanzierung und womöglich auch noch die Rolle des Intermediärs zwischen Sparer und Investor zu leisten, dann enden sie meines Erachtens im total falschen Modell. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Ich wollte da nochmal nachhaken, weil ich glaube, diese Furcht vor der Zentralbank ist Teil eines Mythos. Und zwar des Mythos, dass praktisch die Geschäftsbanken die Staaten in den Griff bekommen. Es gibt meines Erachtens keine einzige Bank, die 2001 Griechenland gesagt hat, stopp, ihr seid eigentlich schon überschuldet, nutzt die Gunst der Stunde, fahrt eure Staatsverschuldung zurück und denkt dann an neue Kredite. Was wurde stattdessen gemacht? Es wurde dazu beigetragen, die Staatsverschuldung zu kaschieren, zu täuschen, um die
Aufnahmekriterien in den Euro zu leisten. Und das ist doch der Punkt. Ich glaube, es sind eher die internationalen Institutionen wie eventuell die Europäische Zentralbank, die einzelne Staaten zur Raison bringen können. Und das könnten sie natürlich darüber machen, indem sie die alleinigen Kreditgeber für Staaten sind. Und dann der Nebeneffekt ist ja, alle Zinsen, die die bezahlen, werden zwar in anderer Verteilung wieder an die Staaten zurückverteilt. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine Tochter der Deutschen Bank nicht bei der Deutschen Bank einen Kredit aufnimmt. Warum sollen dann die Staaten was anderes machen? Ja, also zu der Fragestellung. Ich glaube, wir haben hier einfach doch grundsätzlich verschiedene Ansichten. Was mir bei Ihrem Modell tatsächlich widerstrebt und was ich sehr gefährlich finde, ist, dass Sie eine Zentralverwaltungsinstanz bauen, die dann zentral entscheiden soll, was in den einzelnen Volkswirtschaften oder bei den Wirtschaftssubjekten geht. Und das halte ich für sehr gefährlich. Also wenn das Ihre politische Richtung ist, würde ich sagen, dass ich da nicht mitziehen kann. So, die nächste Frage geht an Benedikt Weinmeier. Ja, Meier, Sie haben sich gegen eine Vollzuteilung schon ausgesprochen und jetzt kommt auch noch der Goldstandard zur Sprache. Sehen Sie da aber nicht beim Goldstandard auch Probleme? Eine wachsende Wirtschaft benötigt wachsende Geldvermögen. Wie kann da wirklich dann auch eine Finanzierung der wachsenden Wirtschaft gewährleistet sein, wenn es doch immer mit Gold zu einem gewissen Anteil hinterlegt werden muss? Und birgt es nicht dann auch gewisse Machtkämpfe und Verteilungskämpfe dann in den Ländern untereinander, wer eben Gold schürft und da eben dementsprechende Vorkommen hat, dass der dann dementsprechend Vorteile hat? Ich hatte ja gesagt, so möglichst nahe an den Goldstandard. Ich habe nicht gesagt, dass ich den Goldstandard wieder einführen möchte. Ich möchte ein unpolitisches Geld, wo die Zentralbank die Geldmenge in Übereinstimmung mit der Wirtschaftsaktivität ausweitet, ohne jetzt in Feintuning einzusteigen, ohne in Staatenfinanzierung einzusteigen und ohne das Bankengeschäft zu übernehmen. Ich habe den Eindruck, dass Ihnen eine zentral geleitete Zentralbank-Geldwirtschaft vorschwebt. Und das halte ich für exakt den falschen Weg. Ich habe verschiedentlich dieses Modell der Zentralbank-Geldwirtschaft als sehr gefährlich charakterisiert. Damit habe ich bezeichnet, was momentan die Fed und die Bank von England machen, in die Richtung, in die die gehen. Und ich habe den Eindruck, ich habe mich jetzt nicht im Detail mit ihren Arbeiten beschäftigt, aber von dem, was ich in der Diskussion mitkriege, würden Sie das gerne verlängern und eigentlich zu seinem logischen Ende bringen. Und das halte ich für fatal. Ja, guten Abend, Herr Mayer. Meine Frage ist im Fragepad die Nummer 10. Das Federal Reserve System in den USA hat eine Mindestreserve von 10%. Am 18.01. diesen Jahres wurde von der EZB unser Mindestreservesatz von 2% auf 1% abgesenkt. Somit könnte man doch sagen, die USA haben solventere Banken und wenn unsere Banken sicherer und solventer werden sollten, dann müsste man doch die Mindestreserve erhöhen. Das wäre die erste Frage. Also Sie haben insofern recht, als die Amerikaner gesündere Banken haben, aber das hat weniger mit der Mindestreserve zu tun, sondern mit der Eigenkapitalunterlegung. Die amerikanischen Banken wurden im Frühjahr 2009 zur Rekapitalisierung gezwungen. Und zwar egal, ob sie es wollten oder nicht, ob sie es nötig hatten oder nicht, man hat einfach mal alle mit Kapital vollgesteckt.
Und dann konnten die sich im Verlauf von 2010 wieder davon befreien, wenn sie ihre Eigenkapitalquoten durch Eigenanstrengungen erreichen konnten und Geld mobilisieren konnten, um das staatliche Kapital zurückzuzahlen. Insofern sind die Amerikaner uns deutlich voraus. Aber es liegt nicht jetzt an Reservehaltung, und das wäre eine Frage jetzt der Liquidität, des Liquiditätsmanagements. Das ist auch ein Aspekt. Aber der wichtigste Aspekt ist tatsächlich die Eigenkapitalausstattung, und da sind uns die Amerikaner deutlich voraus. Das bedeutet also, dann müsste die Deutsche Bank ihre Kapitaleigentümer bitten, die Mindestreserve auch auf 10% zu erhöhen. Dann hätten wir da vielleicht solventere Banken bei uns. Nein, sorry, Eigenkapital. Und da ist in der Tat eine Debatte da, ob jetzt, wenn Sie sprechen die Deutsche Bank an, ob die Deutsche Bank eine Kapitalaufnahme machen soll oder, und das ist momentan die Politik der Führung der Deutschen Bank, oder ob sie die Eigenkapitalbasis durch einbehaltene Gewinne stärken soll. Das hat aber mit der Mindestreserve nichts zu tun. Das dreht sich um Kapital. Okay, die zweite Frage, das ist die Frage 11 im Fragepad, das Statut der Einlagensicherungsfonds. Umfang der Einlagensicherung, § 6 Absatz 10, ein Rechtsanspruch auf Eingreifen oder Leistungen des Einlagesicherungsfonds besteht nicht. Warum wird der Rechtsanspruch hier verweigert? Da gibt es auch schon Urteil dazu. Leider bin ich da technisch nicht so voll auf der Höhe, dass ich hier in dem Pad die Frage verfolgt habe. Und was Sie mir gerade vorgelesen haben, war für mich ehrlich gesagt etwas verwirrend. Können Sie das noch einfach mal in einfachen Worten rüberbringen, sodass ich die Frage verstehe? Wir haben einen Einlagensicherungsfonds, der sozusagen garantiert, dass die Spareinlagen sicher sind. Aber im § 6 Absatz 10 steht, wir haben keinen Rechtsanspruch auf das Eingreifen oder auf eine Leistung. Also soweit ich das jetzt überblicke, gibt es mehrere Einlagensicherungen in Deutschland. Da gibt es das System der Sparkassen, da gibt es das System der Volks- und Raiffeisenbanken und dann gibt es das System der Privatwirtschaft. Was der jetzt im Einzelnen so in den Paragraphen drinsteht, da bin ich überfordert. Da müssen Sie mal einen Juristen fragen, warum das so ist. Also ich bin kein Banker, ich bin Volkswirt, tut mir leid. Das ist der Bankenverband, Bundesverband Deutsche Banken, und da meine ich, gehört die Deutsche Bank mit dazu. Ja, aber ich bin ja bitte kein Vertreter der Deutschen Bank, noch bin ich ein Mitglied des Bundesverbands der Deutschen Banken. Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen. Okay, vielen Dank, Stimmbürger, und Herr Mayer, an Sie auch. Der nächste Fragestellende, Hamburger Frank. Ja, ich wollte noch einmal ein Feedback geben, Dr. Mayer. Ich finde Ihre Situationsanalyse sehr gut und auch am Anfang der Diskussion, Ihre Lösungsvorschläge, finde ich, gehen genau in die richtige Richtung. Ich muss noch dazu sagen, ich komme aus der AG Europa, habe mich mit diesem Vollgeldsystem auch noch nicht befasst, habe also dazu auch keine Meinung. Und ich hätte noch mal eine Frage. Grundsätzlich, wie gesagt, Ihren Lösungsansatz finde ich gut, auch mit Ideen wie Zwangsanleihe für Italien. Das Einzige, wo ich sozusagen da noch einen offenen Punkt habe, wenn man weiter in die Richtung denkt, wie würde es denn dann mit diesen mittlerweile doch schon riesigen Target-2-Salden weitergehen? Da fehlt es eigentlich nur eine Verständnisfrage. Ja, die können einem schon Kopfzerbrechen bereiten. Im Grunde genommen, was da passiert ist, dass das, was in der Vergangenheit privat finanziert wurde, das wird jetzt auf den öffentlichen Sektor übergewälzt. Wenn also in der Vergangenheit Geld aus Deutschland, denn wir haben ja sehr hohe Leistungsbilanzüberschüsse, privat in die Südländer geflossen ist, hört es jetzt auf, wird zum Teil zurückgeholt und dafür steht jetzt das Eurosystem ein. Es gibt meines Erachtens nur einen sinnvollen Weg, diese Target-Bilanzen zurückzuführen, und das ist, dass wieder Vertrauen geschaffen wird in die Solvenz und in die Wirtschaftsaussichten der Länder, die jetzt momentan hohe Target-Defizite haben, die hohe Target-Verbindlichkeiten haben. Wenn dann diese Aussichten in diesen Ländern sich verbessern, fließt das Geld dort auch wieder hin. Im Markt ist es ja so,
dass eine, sagen wir mal, 6%ige Rendite oder etwas über 6, was Sie in Italien für eine 10-Jährige kriegen, das kann auf der einen Seite kann das abschreckend wirken, so nach dem Motto, 6% ist ein Zinssatz, der anzeigt, dass das Land an der Grenze der Insolvenz steht, das ist im Stress. Oder aber das kann ganz attraktiv sein. Das kann sagen, 6%, die kommen runter, deshalb muss ich da rein, bevor die Party vorbei ist. Momentan hören Sie überall bei den Anlegern, es gibt einen sogenannten Anlagenotstand. Man weiß nicht, wohin mit dem Geld. Das ist bizarr, wenn Sie auf der anderen Seite in Italien und Spanien 6% und mehr Rendite bekommen vom Staat. Es muss also das Vertrauen wiederhergestellt werden. Und da komme ich wieder zurück auf durch richtige Wirtschaftspolitik in den Ländern. Und dann fließen diese Gelder, die jetzt momentan in den Nordländern, in den dreifach A gerateten Ländern stecken, fließen wieder zurück und die Tagezahlten bauen sich wieder ab. Ja, ich wollte noch ganz gern eine abstrakte Frage zur Geldpolitik stellen. Sie sagten vorhin, dass diese zentralistischen Systeme Ihnen Angst machen. Was sagen Sie denn generell zu einer Art parallelen Währungen im Sinne einer Bankfreiheit, auch Geld als Kunstprodukt, was eben entsprechend gehandelt wird mit den Verpflichtungen, die daran gebunden sind? Ich finde, Parallelwährungen haben ihren Charme, insbesondere in der gegenwärtigen Situation im Eurosystem, wo wir sehen, dass die Einheitswährung jetzt doch zu starken Verspannungen führt. Auf der einen Seite in den Ländern, in die jetzt gerade große Schwierigkeiten haben, mitzuhalten, Stichwort Griechenland. Sie haben vielleicht gesehen, dass ich da eine Parallelwährung als Lösungsmöglichkeit für das gegenwärtige Problem sehe. Parallelwährungen könnten aber auch für die Länder, die sich letztendlich von der breiteren Masse der Euro-Länder nicht verstanden fühlen, die das Gefühl haben, die Inflationsrate ist zu hoch, der Euro zu schwach, die könnten sich dadurch absetzen. Also auch da sehe ich eine gewisse Rolle für Parallelwährungen. Wie Sie dem ganzen Verlauf der Diskussion entnehmen konnten, bin ich ein Anhänger dezentraler Lösungen. Das schließt Parallelwährungen ein und deshalb halte ich auch nichts von den zentralistischen Lösungsvorschlägen oder zentralistischen Ansätzen, die in der Diskussion jetzt heute Abend raufgekommen sind. So leid es mir tut, aber das ist nicht mein Ding. Ja, vielen Dank an alle am Saalmikrofon und auch an die Zuhörer und an Sie natürlich zuallererst, Herr Mayer, dass Sie so lange hier bei uns Rede und Antwort gestanden haben. Eine letzte Reflexion vielleicht mit Ihnen zusammen über die Situation jetzt in diesem weltweiten Währungssystem. Wenn Sie so stark die Politik der Amerikaner und englischen Notenbank und wahrscheinlich auch der politischen Eliten dort kritisiert haben, wie sie es getan haben, dann stellt sich schon die Frage, unabhängig davon jetzt, welche zukünftige Währungspolitik wir hier in Europa planen und auch die Piraten letztendlich sich entscheiden werden. Wie wird es mit diesem weltweiten Währungssystem weitergehen? Es ist ja riesige Verspannungen im Augenblick und Rückwirkungen auf die Schwellenländer, die haben Sie vorhin schon skizziert. Die Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite sind innerhalb Europas gigantisch, aber wenn man Europa als Gesamtheit betrachtet, sind sie nur minus 6 Milliarden. Aber betrachten wir uns mal die Leistungsbilanzüberschüsse Japans, Chinas, Südkoreas und die Defizite von England und von den USA. Wie ist Ihr Ausblick für die weitere Entwicklung des Weltwährungssystems? Ja, ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit schon in einem Vortrag beim IFO-Institut skizziert. Für die, die es noch im Detail interessiert, können das dort von der Website abrufen. Da ist dann noch so ein Video drauf. Ich will es mal ganz kurz zusammenfassen. Ich sehe eben die Gefahr, dass durch die weitere Ausweitung der Zentralbankgeldmenge in den USA, im UK, letztendlich das Vertrauen in das Fiat-Geldsystem verloren geht, dass die jetzigen Schwellenländer sich von diesem System abkoppeln. Es dauert wahrscheinlich noch 4-5 Jahre, dann dürfte China so in etwa gleichziehen in der Größe mit den USA. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir auf die längere Frist
vom Dollarstandard eher wegkommen, wenn die Amerikaner so weitermachen wie bisher, dass die neue Leitwährung der Zukunft die chinesische Währung wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Chinesen sich dann vielleicht eher wieder an einem materiellen Anker orientieren. Sie erinnern sich, im Bretton Woods-System war Gold der Anker. Der Dollar war gekoppelt zu $35 pro Unze Gold. Das brach dann Anfang der 70er Jahre auseinander. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das zukünftige Währungssystem vielleicht asiatisch ist, wo dann der Renminbi oder eine andere asiatische Währung, wahrscheinlich der Renminbi, an einen Rohstoffkorb gekoppelt ist, weil man die Erfahrung mit dem Fiat-Geldsystem, die schlechten Erfahrungen mit dem Fiat-Geldsystem dann meiden will. Das wäre jetzt eine sehr kühne Vorausschau für, würde ich mal sagen, die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts. Ja, vielen Dank für dieses Szenario, Herr Mayer. Vertreter der österreichischen Schule oder auch bloß Sympathisanten findet man in der deutschen Ökonomenlandschaft sehr selten im Augenblick. Das hat wahrscheinlich auch etwas mit der ordnungspolitischen Tradition in Deutschland, mit dem Ordoliberalismus zu tun. Ich kenne neben Ihnen eigentlich nur noch einen weiteren, diesen Thorsten Poleit, der jetzt bei der Degussa ist. Ja, wir sind im Kontakt mit allen Gruppen, also nicht nur jetzt mit Keynesianern, mit von Vertretern der Monetative, sondern waren heilfroh, auch mal einen Vertreter der österreichischen Schule und dieser dezentralen, eher auf das Individuum setzenden Schule in der Nachfolge Hayeks und Mises hier zu haben, um unser Bild zu komplettieren. Also vielen, vielen Dank für Ihr Kommen hierher. Was für einen Eindruck nehmen Sie denn mit und von so einer Veranstaltung? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Etwas erstaunt hat mich im Verlauf der Diskussion doch die deutliche Neigung der Aktiven in ihrer Partei, wenn ich das so richtig verfolgt habe, hin zu zentralistischen Lösungen. Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade die Piratenpartei enorm viel Interesse und Gespür hätte für dezentrale, individualistische Ansätze, auch in der Ökonomie. Deshalb bin ich eigentlich reingegangen in diese Diskussion, so mit der Erwartung, hier viele Österreicher vorzufinden. Aber da habe ich mich getäuscht. Trotzdem, es hat großen Spaß gemacht. Also das ist nicht nur generell in der Partei, sondern nur in dieser Arbeitsgemeinschaft. Also da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das hier nicht irgendwie parteirepräsentativ wäre. Das möchte ich auch betonen, dass praktisch in der Piratenpartei gibt es sehr, sehr viel unterschiedliche Meinungen und auch auf mich bezogen. Ich bin kein Freund von Zentralismus. Wir haben einen Arbeitskreis, der nennt sich Geldordnung 2.0. Da ist einer der Ansätze ist ein Währungssystem in öffentlicher Hand. Das heißt, da ist der von Ihnen angesprochene Dezentralisierungsgedanke sehr stark ausgeprägt. Und deshalb würde ich mich dann interessieren auf Ihre Rückmeldung. Deshalb der Eindruck, wenn der Eindruck für Sie entstanden ist, hier sind Zentralisten am Werk, das ist völlig falsch. Gut, dann danke ich für die Richtigstellung. Das war in der Tat mein Eindruck. Vielleicht können wir dann, wenn ich mich etwas mehr mit dem beschäftige, in welche Richtung Sie denken, vielleicht verstehen wir uns dann besser. Ja, dann vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Mayer. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Urlaub. Wir werden weiterhin viele von uns hier auch Ihre Kolumne lesen. Ich denke, die hat auch schon einen relativ großen Erfolg innerhalb der FAZ und viele treue Leser gefunden. Und man wird sehen, wie gesagt, ob österreichische Schule-Einflüsse in der deutschen Ökonomie wachsen werden. Im Augenblick sind sie noch relativ, sage ich mal, rudimentär in Deutschland vertreten. Dankeschön. Wiedersehen.